Na Leute, habt ihr Bock? Nach dem kleinen musikalischen Stück geht's gleich los. Ich hoffe, euch geht's gut und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis gleich. Hallo zusammen. Ah, wunderschön heute. Hä? Was für ein Tag. Erstmal, hallo zusammen. Ach, wunderschön. Einfach nur wunderschön heute. Ja, viele haben es mitgekriegt. Erstmal alle Follower, unter die, die mir noch folgen wollen, eventuell. Vielen Dank. In dem Fall haben wir von gestern den Yaki D, hallo und vielen Dank. Dann haben wir heute den Helmut Loy, auch alles vielen Dank für deinen Follower. Und dann den Rafina Dink, was Dinkel 3, auch dir hallo. Jo, für viele, die das gestern nicht mitverfolgt haben, was mich betrifft als Person, ich durfte gestern ja nicht streamen, wegen Gefangenheit. Ihr wisst, da ist gestern einiges schiefgegangen in der Gamescom. Warum das? Es ist bekannt, dass ich mit Tanzverbot, ja, wir kennen uns nicht persönlich, aber ich bin doch ein sehr großer Sympathisant und auch ein Commander Krieger, den ihr wahrscheinlich auch noch kennt von vergangenen Tagen. Oder vielleicht doch noch aktuell, weil der ist jetzt auch gerade aktuell wieder am Kommen. Ja, wir kennen, also wir sind da unterstützend, was Tanzverbot angeht. Und ja, deswegen ist das halt immer ein Problem. Ich habe gestern so gegen, was waren dann das? 16, 17 Uhr, zusammen da noch mit Stay das angeschaut, was da passiert ist, wie es passiert ist. Jeder, der mich auf Instagram folgt, auf Schreibfehler 5 bei Instagram, der hat auch meine Story dazu gesehen, wie ich zusammen mit Stay das da alles analysiert, bequatscht haben. Es ist gestern einfach ja viel passiert. Twitch hat mir erlaubt, dass ich heute streamen darf. Ich habe da nochmal nachgefragt. Und die haben mir das okay gegeben, was ich auch ganz gut finde. Und jetzt sind wir hier. Durchatmen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gut geht und die Verletzten von gestern auch. Wir werden auf Herrn Newstime jetzt reagieren, auf einen Augenzeugenbericht. Der ist mir gestern noch ereilt. Ich selber hätte Newstime übrigens nicht dazu geraten, das Video zu machen. Er hat es trotzdem getan. Ich würde die Frechheit mir rausnehmen, zu sagen, selber schuld. Ich möchte auch das sagen, dass ich ganz klar dazu abhole. Geraten hätte an seiner Stelle. Genau. Wir wechseln
Und nach dem Thema mit dem Herrn Justheim wollten noch Zuschauer wissen, wie ich zu dieser Lage zu Ukraine, Russland und so stehe. Das bearbeiten wir dann aber auch. So, wir wechseln rüber. Helmut, wegen Bann brauche ich da nicht aufpassen, was ich da sage. Ja. Ich habe alles mit Twitch geklärt im Vorfeld. Ich war gestern bis 2 Uhr tatsächlich wach. Also ich hatte wirklich keine lange Nacht. 4 Stunden geschlafen wegen dem Ganzen. Und ja, so ist das. So, moin moin, wir haben heute keine YouTube-News, sondern einen vielmehr Augenzeugenbericht von mir. Ich war heute auf der Gamescom hinter Halle 8 unter der Brücke dort. Ich habe dort den YouTuber Tanzverbot, Mr. Trashpack und noch und Lola und viele weitere getroffen. Und dort hat sich heute etwas ereignet, eine Auseinandersetzung zwischen Tanzverbot, Skurrus und Orange Morange und G-Tasty. Und ich selber war Bestandteil dieser Auseinandersetzung und bin halt ab einem gewissen Punkt da auch eingeschritten. Da gibt es jetzt auch Videos zu. Ich zeige euch erstmal die Videos und möchte dann meinen, wenn man so möchte, Augenzeugenbericht hierzu sagen, wie ich das Ganze aus meiner Perspektive gesehen habe. Und wir schauen uns jetzt erst einmal das an. Zu dem Thema, weil Ivana das schreibt, hast du bei Twitch direkt einen persönlichen Ansprechpartner oder hast du dich einfach an den Support gewandt? Ich wurde tatsächlich in dem Fall sogar direkt von Twitch angeschrieben. Einen direkten Ansprechpartner gibt es nicht. Angeschrieben deswegen, weil diverse Aktionen von mir schon bekannt waren. Durch meine private Pressearbeit. Ich mache ja, bin ja politisch aktiv, sozial aktiv und auch Presse, journalistisch tätiges, aktive Arbeit, die ich tue. Und dadurch war ich schon bekannt, auch was solche Dinge angehen. Und man hat auch meine Meinung schon gewusst zu Gronkh, zu Tanzverbot, zu Montana Black und und. Und man hat also bei Twitch wollte bei diversen Leuten, darunter bin auch ich gefallen, einfach sorgen, dass es nicht zu einer Reaktion aus Emotionen kommt. Also es war Twitch wichtig, in dem Fall, dass die Leute, die vielleicht etwas Falsches sagen könnten, aus Wut, aus Trauer, aus Verzweiflung, die wollten sie quasi erstmal stoppen, um quasi einfach erstmal zu sagen, wir schauen uns das erstmal alles in Ruhe an. Jeder soll die Chance haben, klar zu kommen und dann erstmal zu schauen. Darunter bin halt auch ich gefallen. Genau. So, weiter geht's. Bevor ich es vergesse, nee, passt alles. So, weiter. Oh mein Gott, jetzt knapp. Ja, man sieht auf jeden Fall die ganzen Diskussionen, die Schlägereien. Das Problem ist, ich habe gestern auch nach Stay, danke fürs Followen, auch nach dem Thema mit Stay, wie gesagt, bis 2 Uhr, ich habe mir alles reingepfiffen, ich habe mit Leuten geredet, ich habe in Discord Fotos angeschaut, analysiert, ich hab mich mit Leuten kurz geschlossen. Das Problem ist, und das sieht man hier auch auf den Videos, es ist eigentlich nur die Zeit, bevor jemand auf die Fresse gekriegt hat und danach. Aber was quasi der Weg dazu war,
außerhalb von diesen, ach, ich schreibe mal auf Twitch, Tanzverbot hat einen kleinen Pimmel und Tanzverbot schreibt, Orange hat einen kleinen Pimmel. Das ist ja eigentlich nur diese Aufschaukelung. Das ist ja eigentlich nur dieses, man provoziert einen. Aber der Funken, also wirklich das, was wir jetzt hier sehen, was das Ganze zum Überlaufen gebracht hat, das erschließt mich sich bis heute nicht. Ich habe jetzt hierzu selber noch gar nichts getwittert oder ähnliches. Ich habe jetzt ein bisschen was retweetet. Das war's dann auch. Und Guten Tag, der Herr. Ich denke, du bist dann der gefollowt hat. Danke für den Follow. Ich versuche jetzt mal deinen Namen vorzulesen. Krimko Mastat Bada. Okay, schöner Name. Willkommen hier drin. Ich war halt noch voll durch nach dem Ganzen. Also ich war gar nicht imstande, irgendwas zu twittern, ohne da jetzt irgendwie aufgebracht, irgendwas zu schreiben oder sonst was. Jetzt bin ich wieder zu Hause hier bei mir im Studio und ich glaube, ich bin ganz gut jetzt auch imstande, dazu etwas zu sagen und, wie gesagt, meine Perspektive der Dinge, der Ereignisse wiederzugeben. Also ich kann euch sagen, das Holzfällerhemd hier, was ich hier habe, hat gelitten. Das hat eine ordentliche Ladung. Red Bull, also es riecht auf jeden Fall nach Wodka E. Also gut, Red Bull ist in diesem Holzfällerhemd, was ich auch gleich wechseln darf, drinnen. Und da habe ich auch gut was abgekriegt. Und das Mädchen, die da zu Boden gebracht hatte, die ist ja dazwischen gegangen und wollte halt die Situation insgesamt auch beruhigen. Ich selber stand ja von Anfang an dabei. Und was ich halt beobachtet habe, war, dass Tanzverbot die ganze Zeit von Skurros und Orange Morange und den anderen beistehenden Leuten, die ich jetzt alle so, die Tasty stand, meine ich auch dabei, die ich jetzt gar nicht so zuordnen konnte, beleidigt wurde. Also er wurde als, Zitat, fettes Schwein mehrfach bezeichnet. Und das führte dann dazu, dass auch ich dann bedroht wurde. Von einem, mir wurde im Nachgang gesagt, dass das wohl ein Kampfsportler wäre. Da muss ich mal kurz einklinken. Das ist halt genau das Ding. Ich finde oder habe gestern und aber auch heute nichts gefunden, was quasi das beweist, was Newstime sagt. Wenn man es mal so macht, wie ich das in der journalistischen Sache gelernt habe, einer behauptet was. Wenn einer was behauptet, ist deine Aufgabe, wenn du journalistisch aktiv bist oder etwas aufdecken möchtest, dass du quasi seine Aussage nimmst als Beispiel und Leute suchst oder Fotos suchst, Videos suchst, irgendwas suchst, was quasi entweder seine Aussage stützen, dann hat er ja recht und du ein Gegenbeweis, dass er wiederum recht hat, und oder du findest, wie jetzt hier in dem Fall, nichts oder du hast keinen hundertprozentigen Anhaltspunkt, ob das, was er sagt, auch wirklich stimmt. Und dann ist es halt so, dass ich sagen kann oder sagen muss, es könnte sein, aber wir wissen es nicht hundertprozentig, weil es dazu keine weiteren Indizien gibt, die quasi diese Aussagen von ihm untermauern. Und das ist halt eben der springende Punkt. Die Hauptakteure selber haben sich zwar via Twitter gemeldet, aber eher mehr aus parteiischer Sicht. Also dieses typische, du bist schuld. Nein, du bist schuld. Nö, sehe ich gar nicht ein. Du bist der Idiot. Und dann geht es quasi im Nachgang, nach dieser Schlägerei zwar so weiter, aber es ist noch nichts bewiesen. Und ich finde den Augenzeugenbericht trotzdem wichtig. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, dass wir den uns heute anschauen, weil ich will zumindest ein grobes Bild im Kopf haben, muss aber dazu sagen, es ist faktisch kein Beweis, weil wir nicht mehrere Aussagen haben dazu, sondern nur diese eine. Ich wusste das nicht, kannte den Mann nicht, aber das sei ein Kampfsportler gewesen, der bei Skurros und Orange Morange stand, der dort mitgegangen ist. Und dieser Kampfsportler
soll wohl Kampfsportler gewesen sein. Also war auf jeden Fall eine gut muskulierte Person. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Der hat dann auch irgendwie mich als Glatze bezeichnet und so. Und ich habe mich dann auch ziemlich bedroht gefühlt von ihm. Also er wollte da schon, also ist mir auch sehr nahe gekommen, der Gute. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich weiß jetzt nicht. Glatze als Anspielung, als rechtsorientierter Mensch eventuell. Dazu sagt er auch nichts. Da hätte ich auch gerne den Gegenpart gehört, also den vermutlich eventuellen Kampfsportler, der sagt, Glatze zum Beispiel, den hätte ich jetzt auch gerne gehört. Hat er das gesagt? Warum hat er das gesagt? Würde mich auch interessieren. Ja, das sind zwar Details und Kleinigkeiten, aber auf die müsste ich theoretisch achten und auch in der Praxis achten, um zu sagen, ja, das ist real, das ist echt, aber so. Nicht mehr genau, was er im Detail gesagt hat. So, da müsste ich jetzt. Und jetzt hört noch mal zu. Und genau das ist jetzt das, was ich für ein Problem mit habe. Glatze bezeichnet und so. Und ich habe mich dann auch ziemlich bedroht gefühlt von ihm. Also er wollte da schon. Also ist mir auch sehr nahe gekommen, der Gute. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich weiß Hört jetzt genau nicht mehr zu. genau, was er im Detail gesagt hat. So. Habt ihr gehört? Kommen der Gute. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er im Detail gesagt hat. So, da müsste ich jetzt. Sorry, dass wir es jetzt dreimal gehört haben, aber genau das ist das Problem bei Zeugenaussagen. Das Gedächtnis. Deswegen brauchst du mehrere Leute, die das bestätigen können. Er hat gerade selber gesagt, er weiß es nicht mehr genau. Und das finde ich schade eigentlich. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was er gesagt hat. Aber ich kann nur sagen, also ich habe mich sehr bedroht gefühlt in dem Moment. Und das war jetzt eine Sequenz, die man jetzt zum Beispiel in diesem Video nicht sehen kann. Das ist noch davor passiert. Ich hatte in dem Moment gehofft, dass es maximal bei einer, wenn man so möchte, rhetorischen Auseinandersetzung. Ivana fragt, war ich mit publizistischen Arbeiten beschäftigt oder warum war ich nicht auf der Gamescom? Ich war deswegen nicht auf der Gamescom, weil ich mir gesagt habe, ich gehe nur noch dann in die Gamescom, wenn Twitch in der Hauptsache, YouTube ist nur ein Nebenprodukt mittlerweile, weil YouTube, sage ich euch ehrlich, ist nur gut, wenn du Management hast. Weil YouTube selber so viele Richtlinien hat, da geht es jetzt nicht nur um Monetarisierungen, sondern es geht um die Lizenzrechte. Sei es Musik, sei es Ausschnitte. Die haben das mittlerweile so komplex gemacht. Ich lade bei YouTube nur noch als VODs diese Streams hoch, in voller Länge, nicht weil ich faul bin, sondern weil ich mir sage, hey, ich kümmere mich darum, dass ich den Urheber kontaktiere und nach Erlaubnis frage. Ich schaue, dass ich zusammen mit dem Urheber mich darüber einige, wie das Video gestaltet wird, wenn ich mal ein Video, zu der Zeit, wo ich auch Videos geschnitten habe, dass das alles passt. Mittlerweile sagt YouTube zu uns, ich bin ja eigentlich dann ein Content Creator, nur das langt uns nicht. Wir brauchen eine seriöse Firma, ein seriöses Netzwerk hinter deiner Person, dass wir dir glauben. Und solange du das nicht hast, werden wir dir Steine in den Weg legen. Und dementsprechend habe ich darauf keinen Bock gehabt. Und ich selber habe zu mir gesagt, wenn ich groß genug bin bei Twitch, wenn ich genug Leute anspreche, wenn genug Leute Bock haben auf meine Analysen, weil Reaktionen finde ich immer doof, das anzuschauen. Wenn ich sage, das gefällt mir und ich vielleicht 500 bis 1000 Zuschauer irgendwann mal haben werde, dann gehe ich in die Gamescom. Es ist einfach so, viele sagen immer, Zuschauer ist unter den Streamern ein Schwanzvergleich, den möchte ich nicht zustimmen. Es ist einfach nur so, solange du unter, sagen wir mal, diesen Zuschauerzahlen bleibst, die ich jetzt gerade genannt habe, nimmt dich einfach keiner ernst. Du bist halt da trotzdem noch ein Träumer und ein Vollidiot, obwohl die anderen, die schon größer sind, eben mit ihrer Träumerei und ihr Vollidiotsein eigentlich schon was erreicht hat, du aber noch nicht.
bist du halt dann einfach auch immer dann der fünfte Rad am Wagen und so. Und darauf habe ich auch gar keinen Bock. Na klar, gibt es interne Sachen, die ich euch nicht erzählen werde, wo man vielleicht den einen oder anderen kennt, den einen oder anderen vielleicht unterstützt, er unterstützt mich so, aber im Prinzip, du brauchst, wenn du wirklich ernsthaft daran interessiert bist, da so jetzt nicht hingehen. Ich meine, hey, ich streame gerade mit einer 720p-Kamera, Alter, weil ich ganz normalen Job habe. Und ich schon seit Jahren versuche mir zumindest einen PC zu leisten, der was drauf hat. Und selbst den habe ich gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, wenn denn jemand mit meinem Equipment, mit meinem schlechten Zeug hier, oder auch Qualität, da zu Gamescom geht, die nehmen dich heutzutage gar nicht mehr ernst. Vor 5 oder 10 Jahren hat die Sache noch anders da ausgeschaut, weil da jeder mit seinem Handy vielleicht noch rumgefummelt hat. Aber du kannst es heute echt nicht mehr bringen. Die Zeiten sind einfach vorbei. Und das muss man auch mal ganz klar so sagen. Bleibt, wir sind ja extra, wir waren hier hinter Halle 8, wir sind extra aus dem Geschehen rausgegangen, um unsere Ruhe zu haben. Wir standen ja dort, das sind so, so Zäune, so abgeschirmte Zäune, und wir sind im kleinen Kreis, wir waren wirklich nur 4 Leute oder so. Zuerst, wir sind da nach hinten gegangen, um unsere Ruhe zu haben. Ich war mit Tanzverbot, mit Mr. Trashpack und noch ein paar Freunden, und dann kam aus der Masse heraus Skurrus, Orange Morange und Co. auf uns zu. Und auf mich hat das, was dann passiert ist, so wie eine Form von Mobbing gewirkt, was dann mit Tanzverbot gemacht wurde. Tanzverbot wurde von A bis Z provoziert. Und dann ist eben Folgendes passiert: Orange Morange ist eben dann auf dieses Mädchen zugegangen. Und das war eine aus meiner Sicht sehr bedrohliche Situation für eben dieses junge Mädchen. Und ich bin in dem Moment, in dem ich das gesehen hatte, wie nah er ihr gekommen ist, bin ich dann dazwischen gegangen und habe dann versucht, Orange Morange von ihr abzuhalten. Sie ist dann zurück, und ich konnte dann Orange Morange ganz kurz so zur Seite schieben, sozusagen. Das kann man, glaube ich, auch auf dieser Sequenz sehen. Das war, als Orange Morange ihren Arm gepackt hatte. So, und das war, da habe ich dann nur Tunnel gesehen und bin dann halt da durch und habe, naja, die voneinander getrennt. Sie hatte halt zu ihm gesagt, pack mich nicht an. Und das führte eben dazu, dass ich dann Orange Morange dann weggezogen hatte, richtig weggedrückt hatte. Und dann wiederum habe ich dann die volle Ladung oder die halbe Ladung von diesem Red Bull-Gedöns abgekriegt. Ich fand das nicht in Ordnung, was da passiert ist, und fand es auch sehr, sehr schade, dass eben eine solche Situation entstanden ist. Ja. Das einzige Positive, was ich bis jetzt herausnehmen kann, ist, dass man dadurch sieht, dass nicht nur Tanzverbot mit Orange und Scam Akteure waren, sondern dass es auch Nebenakteure gibt, wie eben auch Newstime, der quasi, um eine weibliche Person zu schützen, mutmaßlich einfach quasi auch zu helfen. Das heißt, das sind noch mehr beteiligt, als wir jetzt annehmen. Und genau das macht es dann auch schwierig. Weil wenn er von sich aus schon sagt, ja, ich habe das gemacht, also war er ja dann auch beteiligt. Das heißt auch im Umkehrschluss, wir können nicht ausschließen, dass noch mehr andere Leute beteiligt waren an dieser Situation. Und das macht es eben so schwierig, da durchzublicken. Ich will jetzt einmal noch auf ein paar Dinge eingehen, aus meiner, wie gesagt, Augenzeugen. Was schreibt ihr? Finde ich stark, wie du mit deinen Einschränkungen umgehst. Ja, sobald ich einen PC habe, wo ich auch wieder Spiele zocken kann, weil nach den Reactions haben wir bis jetzt immer gezockt, das gibt mittlerweile einfach mein Rechner nicht mehr her. Dann, wenn du mich lesen hörst, ich sag dann immer, hol dir eine Tüte Chips. Weil, hey, ich lache selber über mich. Ich hasse es, über andere zu lachen, aber nicht über mich selber. Und genieße es, wenn ich vorlese. Ach, man muss auch über sich selber lachen. Und wir unterstützen dich, egal ob du sitzt oder stehst. Jo, danke. Ja, nö. Sitzen gefällt mir aktuell, ja, stehen nicht so.
muss ich wieder Montag muss ich wieder arbeiten, da, naja, Geld muss rein. Zeugensicht, die die Runde gemacht haben und wie ich das wahrgenommen habe. Groß unterstellt auf Twitter Tanzverbot, dass er ihn angegriffen hätte. Das habe ich in keiner Form wahrgenommen. Ich habe die Situation so wahrgenommen, wie ich sie eben geschildert habe. Wo ging das erste Körperliche los? Das erste Körperliche ging dann wirklich los, als die Hand von der Frau übel weggeschlagen wurde. Und das war kurz bevor eben diese ganze Sache so eskaliert ist. Und was ja auch noch irgendwie im Raum stand, ob Tanzverbot irgendwie gespuckt hätte oder ähnliches. Also ich stand, wie gesagt, fast die ganze Zeit in der unmittelbaren Nähe von Tanzverbot und ich habe an keiner Stelle gesehen, dass er irgendwie gespuckt hat. Eine andere Sache war, dass auf der Gamescom Leute auf mich zugekommen. Ich wusste jetzt gar nicht, worum es da ging, ob es da irgendwie ein Becher oder eine Glasflasche oder ähnliches war. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, ich habe Red Bull abgekriegt. Aber ob das jetzt damit gemeint ist oder irgendwas anderes, das habe ich jetzt nicht beobachten können. Da weiß ich nicht. Was ich sagen kann, ist, dass die Frau medizinisch versorgt wurde. Was ich schade fand, wir wollten halt unsere Ruhe haben, wir sind deswegen. Deswegen sage ich auch, und das ist was ich öfters mal gehört habe, die Frau, das ist die, die quasi den ersten Schlag so abgekriegt hat, an der Stelle, weil da ist es sicher, das habe ich auch von mehreren Quellen gehört, dass sie ärztlich, notärztlich sogar versorgt worden ist. An der Stelle erstmal gute Besserung. Sofern ich das beurteilen kann, sofern ich das aus verschiedenen Perspektiven mir immer wieder angeschaut und gegeben habe, ey, wirklich, tja, falscher Zeitpunkt am falschen Ort und dann, ja, kommt man unter die Räder, ne? Dementsprechend gute Besserung, ne? Ding ja auch abseits gewesen und die kamen halt dann dazu. Und auf der einen Seite hatten wir halt einen tanzverbotenen Mr. Trashpack, mich oder halt auch die Lola oder noch die andere Dame dort. Und auf der anderen Seite hatten wir dann irgendwie Skurrus, Orange, Morange, G-Tasty und ein, wurde mir gesagt, ein MAA-Kämpfer, ein Kampfsportler. Und ich kann euch garantieren, ich habe selber auf jeden Fall nicht vor, in irgendeiner körperlichen Auseinandersetzung zu geraten. So, ich finde für mich auf jeden Fall das Beste, wenn in den meisten Fällen ist es abzuhauen, wenn es zu solchen Situationen kommt. Ich habe halt in dem Moment selbst den Tunnel gesehen, wo eben die Dame da angepackt wurde und ihr gesagt und gesagt wurde und sie gesagt hatte, fass mich nicht an. Da bin ich dann dazwischen gegangen. So. Und naja, und so ist halt diese Situation dann schlussendlich entstanden. Ich finde, mit Worten kann man vieles klären, aber so etwas sollte nicht in Handgreiflichkeiten enden. Das sollte es auf gar keinen Fall. So habe ich jedenfalls die Situation wahrgenommen, aus meiner Sicht, aus der Sicht eines subjektiven Zeugen. Es ist, wie gesagt, keine. Nein, du kannst nicht subjektiv sein, lieber Newstime, weil du ein Teil der Situation warst. Wenn du ein Beobachter von außen bist, dann könnte man sagen, du bist subjektiv. Das Problem, was Herr Newstime auch noch hat, ist, er ist auch ein Sympathisant von Tanzverbot. So wie ich eigentlich auch Tanzverbot cool finde. Aber du bist nicht unparteiisch. Also bist du auch nicht subjektiv. Ist schwierig, aber es ist die Wahrheit. Tut auch mir leid, aber das gehört nun mal dazu. YouTube-News, sondern eine Zeugenaussage, wenn man so möchte, von mir und einen Augenzeugenbericht quasi. Und solltet ihr Fragen haben, vielleicht helfen, also vielleicht, wenn ich die beantworten kann, dann schreibt es ruhig irgendwie in die Kommentare, dann gucke ich, dass ich da vielleicht in den Kommentaren nochmal drauf antworte oder so. Mir ist jetzt, also ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, was man jetzt im Detail davon wissen möchte. Kann sein, dass hier und da mal was untergegangen ist, auch in diesem Video. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder so, dann schreibt es ruhig rein. Dann gucke ich, dass ich darauf dann auch ordentlich antworte. So, das ist, ich finde es so schade, dass so etwas passiert ist. Ich finde körperliche Auseinandersetzungen richtig scheiße und das muss es nicht geben. Und schon gar nicht auf so einem Event. Schon gar nicht auf so einem Event,
man soll auseinandergehen. Gerade wenn man sich auf solchen Events nicht mag, dann soll man nicht den anderen Leuten dann quasi hinterherlaufen. Das ist meine Auffassung dazu. Und ja, ich will es jetzt auch erstmal dabei belassen. Insoweit, gute Nacht. Ja, Leute, also, was? Wo da hinten? Also, von meiner Seite, ihr habt es gehört, ich bin da ein bisschen... So, danke für den Follower, was, der Kulan, Kula, Mandi, Fan, Juman, 88. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So. So, was schreibt der Ivania-Ding? Strafgesetzbuch, Ballergraf 20, ändert halt die ganze Schlägerei massiv. Bin mal gespannt, wie sich die Lage noch entwickelt. Was meinst du dazu? Also, was ich dazu meine, dazu komme ich jetzt. Danke, Kolib. Was ich dazu meine. Ich meine Folgendes dazu. Wir haben jetzt das jetzt erstmal gehört. Ich habe mir alle Videos angeschaut. Ich habe Fotos gesehen. Wie gesagt, ich habe mit vielen Leuten geredet. Es ist aber so, es bleibt dabei. Das, was hier Newstime hat, löst in mir mehr Fragen auf, wie das es Dinge beantwortet. Und das ist eben das Problem mit den ganzen Aussagen. Das Einzigste, wo ich sagen muss, er hatte, also das ist bestätigt worden mehrmals, die Aussage von Herrn Newstime von anderen Leuten ist, dass diese Frau, die quasi den ersten Schlag kassiert hat, wirklich auch ärztlich sogar erstmedizinisch sogar verzogen worden ist und sogar musste. Der Rest ist wieder so eine hätte-könnte-Geschichte, weil es dazu einfach keine eindeutigen Belege gibt. Und genau, der Rest ist halt eine parteiische Sache, die sollte man jetzt lieber lassen. Ich lasse es auch dabei und das war's. So, auf Wunsch der Zuschauerschaft, weil das wurde ja immer gewünscht. Ich habe mich immer dazu ein bisschen auch gesträubt. Das war nicht das erste Mal, dass man das von mir verlangt hat. Ist die Geschichte, bevor wir zum nächsten Video übergehen. Und zwar geht es da um Algen und die Zukunft unserer Natur und dergleichen. Zu diesem Thema Ukraine-Konflikt, Russland-Ding. Dazu kann ich nur eins sagen, oder darf ich nur eins sagen, die Donetsk-Staaten, also Lugansk und Donetsk zum Beispiel, die haben sich ja aus etwas gegründet. Das Problem ist, wenn ich das sage, hilft es keinen. Denn generell stehen sich zwei imperialistische und kapitalistische Länder gegenüber mit verschiedenen Interessen. Schade finde ich es trotzdem für die Donetsk-Staaten, die sich ja gegründet haben, denn es gibt einen Konflikt in der Ukraine über viele Jahre, nämlich die russisch sprechende Bevölkerung versus der ukrainisch sprechenden Gesellschaft in der Ukraine. Und aufgrund von eben militärischen Angriffen, und das Wort ist hart, und dafür möchte ich mich auch entschuldigen, aber es ist eine Tatsache, Säuberungen, militärische Säuberungen gegen russischsprachige Leute in der Ukraine haben sich quasi in der Ostukraine, da wo diese Staaten nun mal sind, Leute bewaffnet, um dort um ihr Leben zu kämpfen. Das Problem ist, diese Staaten stehen unter auch verlorenen Posten ohne Unterstützung. Russland hat sich angeboten,
weil sie wiederum einen Konflikt mit der NATO haben. Das, was die Donetsk-Staaten an Hilfe gebraucht hatten, kamen den Russen gerade recht, um quasi dort einen Schnellvertreterkrieg anzufangen. Und das nicht nur seit der Annexion der Krim. Also sind die Donetsk-Staaten nicht die Bösen, aber die Ukraine sind genauso nicht die Guten, wie es aber auch nicht die Russen sind. Sondern es ist ein geopolitischer Kampf, der dort stattfindet, der viel Blut und Opfer mit sich bringt. Aber wir sehen diese ähnlichen Situationen, zum Beispiel, wenn wir an Israel, Palästina und Libanon denken. Warum der Libanon? Libanon stand schon immer zu den Palästinern. Und faktisch ist der Libanon noch mit Israel im Krieg. Und auch hier hat man es so, dass zum Beispiel es im Jahre 2019 gibt es die Zahl 100.000 Tonnen Sprengstoff, die Israelis benutzt haben, um die Palästina auszubomben und weiter. So einen ähnlichen Konflikt haben wir hier. Es ist eine ethnische und auch nationalistische Sache, geopolitisch geformt durch Imperialismus, die Machtinteressen, die damit alles zu tun haben. Aber wisst ihr was, Leute? Wir vergessen eine Sache immer viel zu schnell. Es sterben Leute. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Klar, der Vergleich hängt insofern, dass das mit Israel und Palästina tatsächlich nicht nur geopolitische Sachen hat, sondern wirklich ein Religionskrieg ist auch irgendwo. Aber das jetzt zum Beispiel mit Russland und der Ukraine, mit den Donetsk-Staaten, das ist halt eher ein rein geopolitischer Krieg geworden, der sich darum entwickelt hat, der aber eigentlich den Ursprung hat, dass man halt eben eine anderssprachige Bevölkerungsschicht aus dem Land heraushaben wollte. Am Ende des Tages, und damit möchte ich das Thema schließen, hoffe ich immer, dass es wenig Tote gibt, dass es wenig Tote geben wird, und ich hoffe einfach, dass zu wenig Kinder, krankheitsbedingte Menschen irgendwie zur Leidenschaft gezogen wird. Weil ich sage auch ganz ehrlich, ich hoffe es nicht, aber wenn wir hier in Deutschland Krieg hätten gegen irgendein anderes Land, würde ich auch das Gleiche sagen. Weil am Ende helfen diesen Kriegen immer den falschen Leuten und nicht die, die auf dem Schlachtfeld sterben. Und das sollte uns bewusst sein. Das ist meine Haltung zu diesem Krieg. Vielen Dank. So, und jetzt werden wir uns um das Thema Alke kümmern, weil ich finde das Thema und die Dokumentation von Arte richtig nice. Richtig nice. Da habe ich mich heute schon den ganzen Tag darüber gefreut. So, genau. Genau, Mittelstreckenraketen fliegen auch, genau. Ja, das, wie gesagt, alles, was sie hier in dem Chat schreibt, ist auch nicht falsch und auch nicht richtig. Es ist genau das, was ihr gerade geschrieben habt. Und ich denke, damit sollten wir es auch belassen, weil ich will da jetzt nicht eingehen, weil jeden Kommentar, den ihr jetzt dazu geschrieben habt, der ist auch gar nicht verkehrt. Ja, am Ende des Tages würde ich mir eine Welt wünschen, wo keiner wegen irgendwas sterben muss. Vielen Dank. So, dann machen wir jetzt mal weiter.
Okay. Algen, die unsere... Nochmal von vorne. So kennen wir sie. Algen, die unsere Gewässer verpesten. Aber was verbergen sie unter ihrer Oberfläche? Ungeahnte Wunderkräfte? Für eine Welt ohne Plastik? Es ist zu 100% biologisch abbaubar. Wenn wir es ins Wasser legen, wird es sich ganz auflösen, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt. Für eine Welt, in der wir die Luft unserer Städte wieder atmen können? In einer Säule wie dieser entspricht die Sauerstoffleistung der von ein paar Dutzend Bäumen. Für eine Welt, in der Blinde wieder sehen? Wir erzielen ein Ergebnis, das dem natürlichen Sehen so nah wie möglich kommt. Sind Sie der Nährstoff unserer Zukunftsträume? Das ist gut. Algen. Weltweit versuchen Forscher, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Oh, du kennst die Doku auch. Ja, dann ist ja cool, hey. Dann können wir ja richtig diskutieren, hör mal. Cool. Können wir den Zuschauerwunsch anschauen. Ich habe das jetzt eigentlich geplant, für die, die das nicht gesehen haben. Ihr könnt ja, das Ding geht hier 52 Minuten. Ihr könnt in, sagen wir mal, 70 Minuten wieder zuschauen, wenn euch das zu langweilig ist. Ich finde halt die Doku gut. Und ich möchte auch sagen, warum ich die gerne sehen möchte. Ich möchte das wirklich begründen. Ich bin voll Team Alke. Ja? Also Alke, Alke, Alke. Ja? Das liegt aber auch daran, weil ich durch meine politisch-soziale Arbeit auch mit vielen Kontakten mit Forscher und ForscherInnen stehe, wo schon jahrelang vorher klar war, dass die Alge für Kraftstoff, für Ernährung, gerade im Zuge des Klimawandels so ein wichtiges Thema ist und sein wird, dass ich darauf hingefiebert habe, wirklich hingefiebert habe, dass jetzt endlich mal irgendjemand, der ein besseres Equipment hat wie ich, der Leute hat, der auch die Angestellte auch haben, Arte ist ja ein riesengroßer Sender, das Thema endlich aufgreift, einfach deswegen, weil das da ist nicht, könnte nicht nur unsere Zukunft sein, sondern es könnte auch unser Leben im Positiven verändern. Weil im Prinzip, ich will keine Kinder, aber die, die Kinder haben wollen, die wollen ja den Kindern auch was bieten können. Die wollen ja, dass der Planet für ihre Kinder auch erhalten wird. Und deswegen will ich mir das unbedingt anschauen, weil mir das echt so sehr am Herzen liegt einfach, dass ich da nicht anders kann. Also für mich ist das, hat das einen ganz hohen Stellenwert. Ja. Ich habe leider Held. Ah, okay. Ja, das ist dann nicht so schön. Ne? Ah, okay, ich habe ein persönliches Problem mit Algen. Okay, dann sag mal bitte, was du für ein Problem mit Algen hast. Bin ich mal gespannt. Die Färöer. Ein Archipel im Nordatlantik. Es ist Mitte Juni. 10 Grad und die Wassertemperatur liegt nur knapp darunter. Die Biologin Agnes Mohls-Mortensen ist mit einem Team unterwegs zu einer der großen Lachsfarmen in der Region. Wir nehmen heute Wasserproben, weil wir den Nährstoffgehalt anschauen wollen. In einer Tiefe von 2 und 10 Metern. Zusammen mit den Kollegen der staatlichen Forschungsgesellschaft FIS-Calling arbeitet die Biologin an einem einzigartigen Projekt. Ah, ey,
wisst ihr, was das Schlimme ist? Die, die länger da waren, die wissen das. Aber die jetzt gerade vielleicht neu zuschauen. Ich habe ja in der Schifffahrt gearbeitet. Durch eine Lungenerkrankung darf ich das nicht. Zumindest muss ich jetzt bis zum Ende dieses Jahres warten. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr das mich immer wieder juckt. Ne? Ich sehe ein Schiff und habe wieder Bock, an Bord auf ein Schiff zu arbeiten. Ne? Ich liebe die Schifffahrt. Ich kann euch das nicht sagen, wie wichtig mir das ist. Ne? Ah, es ist ein bisschen kitzeln tut mich das schon. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das große Problem an Algen ist, dass Mosellebens diese nicht konsumieren dürfen. Die Alge sich hauptsächlich von Schweinefleisch. Was? Von Schweinefleisch ernähren. Das halte ich für ein Gerücht, dass Algen das tun. Dann solltest du in Biologie die Wachstumszyklus der Alge näher studieren. Dann würdest du wissen, dass Schweinefleisch definitiv nicht zu ihrem Konsumgebrauch gehört. Algen sollen helfen, die Zuchtbedingungen von Lachsen zu verbessern. Ihre Idee? In den Aquakulturen ein naturnahes Habitat zu schaffen, das den Einsatz von Chemie und Medikamenten in der Lachszucht überflüssig macht. Dafür hat sie im Frühjahr Braunalgen im Wasser ausgebracht. Normalerweise wachsen die im klaren und kalten Fjordwasser besonders gut. Ob sie auch im Fischkäfig gedeihen, müssen sie erst beweisen. This is one of the test ropes. Was schreibst du? War eine tolle Zeit, als du auf der Schifffahrt gearbeitet hast, oder? Ja, das war eine richtig gute Zeit. Ne? Das war für mich eine. Aber ich will nicht so viel sagen. Ich sag mal so, ich bin froh, dass meine Lunge wieder besser ist. Ich bin froh, dass meine Lunge wieder, dass meine Lunge besser geht. Ich bin froh, dass ich von 50% Lungenvolumen wieder auf 70 hoch bin. Ich hoffe, dass ich es tatsächlich zum Jahreswechsel schaffe, von 70 auf, ich sag mal, 90% Lungenvolumen wieder zu kommen. Das wäre schon ganz gut. Ne? Und Schluss. Das ist eins der Testseile, das wir noch fern von den Fischen im Wasser haben. Wir haben ähnliche Seile, alle die grünen Seile, die Sie hier sehen, die in die Käfige gehen und als Schutzraum dienen. Dieses hier ist ein Testseil, das wir einmal im Monat ausmessen. Agnes kontrolliert Wachstum und Fruchtbarkeit der Braunalgen. Obwohl sie sich sehr ähnlich sehen, sind zwei Arten auf dem Seil gewachsen. Eine hat sie angepflanzt, die zweite hat sich selbst angesiedelt. Die Fischzüchter sind schon jetzt überzeugt, dass die Algen nur Vorteile haben. Für uns bei Hidden Fjord sind diese kleinen Kerle der Hauptgrund. Das sind Seehasen. Die wilden jungen Seehasen leben in den Algen, die wir hier anbauen. Wir halten sie zusammen mit unserem Lachs, weil sie die Seeläuse vom Lachs abfressen. Das ist der natürliche Weg, Seeläuse fernzuhalten. Statt Chemikalien zu nutzen, nehmen wir diese kleinen Kerle. Der Lebensraum der Seehasen sind Algen. Die Algen selbst brauchen kaum Nährstoffe. Es sind pflanzenartige Lebewesen, die vor allem im Meer vorkommen. Sie gedeihen durch Photosynthese, nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf und setzen es mit Hilfe des Sonnenlichts zu Sauerstoff um. Hast du gehört, auf was sie sich ernähren? Also ich habe jetzt nichts von Schweinefleisch gehört. Und ja, wenn du Algen nicht magst, ja, dann schauen wir mal weiter an. Ein einzigartiger Prozess, der vor 3,5 Milliarden Jahren begann.
Algen haben die Welt, so wie sie heute ist, erschaffen. Die Menschheit konnte sich nur entwickeln, weil wir die richtige Mischung an Sauerstoff haben, um zu leben. Algen sind Primärproduzenten. Sie wachsen, ohne dass wir eingreifen oder sie füttern müssten. Die Algenwälder sind sehr wichtig für die Fischerei. Sie sind die Kinderstube unserer Fischbestände. Wenn wir sie im großen Stil als Rohstoffquelle nutzen wollen, müssen wir sie kultivieren. Ist es möglich, Algen an Land zu produzieren? In Ottobrunn bei München am sogenannten Algentechnikum der Technischen Universität wird ein großer Bioreaktor betrieben. Professor Thomas Brück kultiviert hier Nanochloropsis salina, eine Mikroalge, die auch im Meer vorkommt. Bayerisches Brezelsalz sorgt in der Anlage für Meerwasser. Das Sonnenlicht wird von moderner LED-Technik nachgeahmt. Hier kann jede Klimazone der Welt simuliert werden. Meistens läuft ja Almeria Spanien. Das hat den Hintergrund, dass die Algen natürlich in Bayern nicht so gut wachsen. In Spanien schon viel besser. Da könnten wir über das ganze Jahr hinweg produzieren. Und um technisch relevante Daten zu produzieren, muss man natürlich auch dieses Klima simulieren können. Und das ist hier machbar, bisher einzigartig auf der Welt. Das Geheimnis der grünen Meeresalge ist ihr hoher Ölanteil. Kann sie in Zukunft unser Erdöl ersetzen? Der Wissenschaftler kontrolliert regelmäßig ihre optimalen Wachstumsbedingungen. Diese Kultur sieht ganz gut aus, wächst aktiv weiter und damit lassen wir sie noch ein paar Tage in Ruhe, bevor wir sie dann ernten und stressen. Stressen heißt, der Alge Nährstoffe zu entziehen, damit sie das Wachstum einstellt. Denn erst wenn sie nicht mehr wächst, produziert sie ausreichend Öl. Die einzige Frage, die ich mir bei der Ölgewinnung stelle, ist, gerade wenn wir über Treibhaussachen reden und dergleichen, und es wirklich ein neuer Ersatz für Benzin wäre. Was heißt das? Also was ist die Konsequenz daraus? Weil alles, was verbrannt wird, erzeugt natürlich Ausstoß. Und genau um den Ausstoß geht es mir ja. Also das Einzige, was ich ganz klar sagen muss, ist, wenn der Ausstoß derselbe ist wie bei einem ganz normalen Benziner, dann können die das mit der Alge auch wiederum vergessen. Weil dann muss ich sagen, ist Wasserstoff, wenn er weiterentwickelt wird, also jetzt nicht den Stand, den wir heute haben, weil der heutige Wasserstoff ist dafür ein bisschen zu kompliziert. Aber wenn wir einen anderen Wissensstand über Wasserstoff haben, dann wäre es schon gut, weil auch das Thema Solarenergie, Elektrik, Stromeffizienz, Speicherung von Strom, da ist ja auch, hängt ja auch noch einen ziemlichen Rattenschwanz mit nach und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Fließt hier der Kraftstoff unserer Zukunft? Es ist eben so, dass man das Interesse der Industrie haben muss, die dann wirklich Geld in die Hand nehmen muss. Wir reden dann hier über zweistellige Millionenbeträge, um eine große Anlage aufzustellen. Wobei ich natürlich glaube, dass dieser Druck, doch klimarelevante Technologien umzusetzen, in den nächsten Jahren steigen wird. Und zwar so sehr, dass wir keine andere Möglichkeit mehr haben. Ja? Wir wissen ja, was im Klimareport steht. Wenn wir noch länger warten, sind wir an dem Punkt, wo das Klima kippt und wir dann nichts mehr machen können. Vom Erdöl unabhängig zu werden, diese Idee hat den Algenforscher zu einer weiteren bahnbrechenden Erfindung inspiriert. Eine Carbonfaser aus Algen, stabiler und leichter als alles aus Stahl und Aluminium.
Die Platte besteht aus Carbonfaserstein-Komposit und ist damit in der Herstellung komplett CO2-negativ. Und dadurch, dass wir Carbonfaserstein nutzen, brauchen wir auch weniger Material, wie man hier unten sieht. Sie sehen hier oben eine kleine Granitplatte. Darunter ist dann unsere Carbonfaser. Dazwischen haben wir einen Kalkstein. Diese Trittplatte ist genauso stabil wie Stahl, ist auch biegsam. Ja, dadurch, dass eben die Vorspannung durch die Carbonfaser geschaffen wird, haben wir auch eine gewisse Elastizität in diesem Material drin. Ansage an Helmut so, und die anderen, die sagen, ihr habt keinen Sound. Ich präsentiere das da, mein Handy. Und das da, hört mal mein Handy. Und das da. Hört mein Handy. Warum habe ich das gemacht? Um zu beweisen, dass ich meinen Chat kontrolliere. Das heißt, ich weiß ganz genau, wann ihr mich anlügt und wann nicht. Und an euch beiden der Hinweis. Entweder hört ihr auf oder ich bann euch weg. Genau. Da könnt ihr euch entscheiden. Das ist eine freie, demokratische Entscheidung, wie ich finde. Bloß, wenn ihr kein Interesse habt, macht den anderen, die daran Interesse haben, bitte nicht runter. Und es gibt genug Streamer. Heute streamt zum Beispiel Lola, was mich wundert. Oder auch andere Größen, Niki TV streamen auch. Da könnt ihr euch ja gerne damit anschließen. Ne? Also den Stahl komplett ersetzen. Und wir haben eben dieses Gerät auch mit Minus E betitelt, das dann für negative Emissionen steht in der Herstellung und im Betrieb. So könnte das Algenöl selbst die Baustoffindustrie revolutionieren. Mit Carbonfasern aus Algen. Doch das Verfahren, an den begehrten Rohstoff zu kommen, ist immer noch zu energieaufwendig und zu teuer. Wir haben es jetzt geschafft, mit einer enzymbasierten Technologie die Algen aufzubrechen. Und wir sind an dem Punkt, wo wir sagen können, wir bilden sowieso genug Öle, nämlich um die 60%. Wo wir eine spontane Phasentrennung haben. Das heißt, wenn die Zelle erstmal offen ist, dann machen wir einen kurzen Zentrifugationsschritt und dann können wir gravimetrisch, ja, durch Schwerkraft die Phasentrennung machen. Das ist viel energieeffizienter in der Aufarbeitung und die Umsetzung zu einem Kraftstoff, die war schon vor 5 Jahren effizient. Und ob ich jetzt einen Diesel mache fürs Auto oder ein Kerosin fürs Flugzeug, das spielt dann im Moment keine Rolle mehr. Der Traum, mit Algenbenzin zu fliegen, er ist längst wahr geworden. Doch die Gewinnung von Algenöl bleibt teuer. Damit es das Erdöl wirklich ersetzen kann, tüfteln die Forscher weiter an neuen Verfahren. Ich rall das aber immer noch nicht. Wenn das jetzt ein ganz normaler Verbrennermotor ist, hat er doch auch einen ganz normalen Ausstoß. Dann ist ja das eigentlich nur ein Weiterführen einer alten Technologie, die wir nicht brauchen. Da muss ich mal privat nach dem Stream mal recherchieren, welche Vorteile das Algenbenzin gegenüber herkömmlichen Benzin hat. Weil das, muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ist ja schön, wenn man einen Ersatzstoff findet für einen Verbrenner. Aber er muss halt, wie gesagt, wenn er gar nichts ausstößt an Dreck, wäre mir das schon ganz recht. Oder so wenig wie möglich. Der Hubertusteich in Köthen, im ehemaligen Braunkohlerevier Bitterfeld. Auch hier sind Wissenschaftler auf der Suche nach einem Ersatz für fossile Brennstoffe.
Doch sie gehen einen ganz anderen Weg. Wie in vielen Seen legt sich im Sommer regelmäßig ein Algenfilm aufs Wasser. Blaualgen, die in hoher Konzentration Giftstoffe freisetzen und für Badeverbote sorgen. Doch die Forscher freuen sich über die Algenblüte im See. Was? Alge, Brennstoff für Mittelstreckenraketen? Ja, das hoffe ich jetzt mal nicht. Ne? Aber natürlich, alle Technologie, die wir im Humanbereich haben, entspringt in einer kapitalistischen Gesellschaft mit kapitalistischen Bedingungen alles vom Militär. Alles, was ihr habt an Technologie, entspringt vom Ursprung her immer Militärtechnik. Ihr müsst euch vorstellen, bei Siemens habe ich zum Beispiel bei der Firma, also bei dem Bereich Healthcare gearbeitet für Siemens. 20 Kilometer weiter wurden Sichtgerätschaften fürs Militär hergestellt. Das heißt, das eine ist für die, die schon zerbombt sind, und das andere ist für die, die zerbombt werden. Das ist halt einfach, wie gesagt, ich bin Kritiker, was unser Wirtschaftssystem angeht, was auch das System für sich angeht. Ich bin da kein großer Freund von, aber solange wir da nichts ändern, ist das einfach leider eine Tatsache, die ich nicht gut finde. Und als was ich arbeiten will, wissen, tatsächlich als Maler, ich will mich wieder als Maler oder habe mich als Maler beworben, liegt halt einfach daran, ich habe mir gedacht, wenn du schon nicht mehr auf der Schifffahrt arbeiten kannst, aktuell, musst du an Land einen Job finden für einen Bereich, den du auch in der Schifffahrt nicht so gut gemacht hast, als Trainingscamp. Und Lackieren und Rostbeseitigung, da war ich nicht schlecht, aber ich war auch nicht besonders geil. Und drum habe ich mich bewusst für zum Beispiel diesen Bereich entschieden, als Maler, für den ich dann dort arbeiten werde, weil ich will ein sehr guter Lackierer werden. Ich will aber auch gut Rost beseitigen können, weil auch wenn man mehrere Aufgaben auf dem Schiff hat, ganz klar, aber man sollte sich an Land mit dem beschäftigen, was man nicht so gut kann, dass man dort besser wird, weil am Ende des Tages will ich einfach nur, dass jeder glücklich ist. Genau. Und natürlich als Hilfskraft, ne? Ich bin Helfer. Ich habe keine Ausbildung wegen meiner Leserechtschreibschwäche. Stimmt, dass ich dort darauf nochmal hingewiesen werde, dass jemand sagt, na, erzähl's richtig, da hast du recht. Lieber Chronik Mastat Beta 1989, stimmt, als Helfer natürlich. An der Hochschule Anhalt, einem der größten Algenforschungszentren in Deutschland, sucht das Team um Professorin Carola Griel nach der Superalge. Also das ist die Eusikaritz. Okay. Es wäre schön, wenn man mal gucken könnte, was wir rausholen können. Die Probe aus dem See versuchen wir jetzt hier in der Algenstammsammlung zu vereinzeln. Im See kommt die ja in einer Mischung vor von verschiedenen Algen. Und wir versuchen jetzt hier Algen zu vereinzeln, damit sie für eine technische Produktion bereitstehen. Ihr Forschungsinteresse gilt den besonderen Inhaltsstoffen der Mikroalgen. Bestandteile wie Proteine, Omega-3-Fettsäuren und Farbstoffe sind in der Pharma- und Kosmetikindustrie begehrt. Doch die Algentechnologie ist eine junge Wissenschaft. Noch längst sind nicht alle Inhaltsstoffe und Eigenschaften der Algen bekannt. Die Wissenschaftler vermuten, dass es zwischen 4.000 und 500.000 verschiedene Algenarten gibt. Mit einem Farb- und Formenreichtum, der grenzenlos scheint. Das ist halt schon eine Zahl, ne? Etwa 10% der Algen sind überhaupt erst erfasst und nur wenige Mikroalgen werden industriell genutzt. Vielleicht 4 bis 5 in großem Maßstab. Und jede einzelne... Bin ich der echte Maler wie Picasso? Also ganz ehrlich, ich wäre gerne Maler wie Picasso, aber nee.
Warte, ich kann euch was zeigen. Haha, pass mal auf. Jetzt kommt der allerechte. Ah, wo ist es denn? Da, nehmen wir mal das hier. Ich zeichne euch was. Okay, der Stift ist kaputt. Ich zeichne euch doch nichts. Ich habe hier zwar einen Stift, aber ja, der ist jetzt gerade. Verdammt. Ich wollte eigentlich ein Strichmännchen malen, dann könnt ihr euch davon begeistern lassen, aber ja, verdammt, daraus ist nichts geworden. Enthält unterschiedliche Wirkstoffe, je nach Vorkommen und Erscheinungsform. Der große Vorteil der Algen ist, sie wachsen bis zu 20 Mal schneller als Landpflanzen und produzieren dabei bis zu 30 Mal mehr Fette als zum Beispiel Raps. Die Forscher sind besonders am Öl interessiert. Unter Laborbedingungen lassen sich die Algen optimal kultivieren. Die einzige Schwierigkeit ist der hohe Energie- und Wasserverbrauch, um an die Inhaltsstoffe zu gelangen. Doch tatsächlich sind die Köthener Wissenschaftler hier einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Sie haben eine Alge entdeckt, die die Idee vom Biokraftstoff neu beleben könnte. Es ist halt eben das Alge oder die Alken an sich mit diesen mehreren hunderttausenden Arten, Variationen, Kreationen. Du kannst dir sicher sein, dass von diesen, auch wenn es von diesen mehreren hunderttausend nur ein kleiner Prozentsatz ist, so viel ist, dass du damit so viel auch machen kannst. Es ist schon der Wahnsinn. Das Problem ist halt eben an dieser Doku, wir reden immer von dem, was in einem Labor passiert. Labor ist ja schön, dass die forschen, ist ja schön. Ich habe das Bedenken, dass das nicht in einer gewissen Größenordnung stattfinden kann. Weil im auf einem Labor kann ich auch Plastik hundertprozentig recyceln. In einer industrialisierten Verfassung geht das aber nicht. Und ich habe Sorge, dass wir da vielleicht auch an diverse Grenzen stoßen könnten. Eine Algenart, die das Öl selbst ausschleust und nur noch angezapft werden muss. Wir sparen verschiedene Aufarbeitungsprozesse und holen das Öl praktisch während des Wachstums der Alge kontinuierlich raus. Das ist das Besondere. Eine Algentankstelle, die vielleicht bald schon in großem Maßstab funktioniert. Wir haben nicht viel Alternativen. Wir müssen diesen Weg weiter verfolgen. Im Moment rechnet sich das nicht. Aber wer weiß schon, was in 20 Jahren ist. Man muss neue Wege gehen. Hier haben wir ein passendes technisches System dafür entwickelt, um dieses Öl aufzufangen, den sogenannten Milking-Extraktor. Wir haben gegenüber dem klassischen Weg 80% Kosten eingespart. Aber das reicht auch noch nicht. Wir müssen unsere Alge noch produktiver machen. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Als nachwachsender Rohstoff könnten Algen zu einer echten Alternative für unsere fossilen Brennstoffe werden. Ihren CO2-Hunger hat sich ein französischer Umweltkonzern schon jetzt zunutze gemacht. Hier sorgen Algen für frische Luft. Im Pariser Vorort Poissy steht eine ganz besondere Litfaßsäule. Pro Jahr kann sie eine Tonne CO2 einfangen. Die Leistung einer ganzen Baumallee. Die Leistung in Bezug auf die CO2-Aufnahme und die Sauerstoffproduktion hängt von der Menge CO2 ab, die in der Luft vorhanden ist. Bei einer Säule wie dieser in einer städtischen Umgebung entspricht ihre Sauerstoffleistung der von ein paar Dutzend Bäumen. In der Industrie, wo wir Abgase mit hohem CO2-Gehalt haben, sprechen wir von einer Leistung von über 100 Bäumen. Alles hängt von der CO2-Konzentration. Ich kann mir vorstellen, dieses Ding da
könnte so eine Leistung von über 100 Bäumen abrufen? Ach du Scheiße. Ich meine, jetzt macht sie quasi nur eine Arbeit von der Allee. Aber das in diesem kleinen Maßstab, stellt euch mal vor, was das heißt für eine Entlastung auch und nicht nur was saubere Luft und das Binden von CO2 angeht. Das ist schon eine richtig geile Scheiße, ey. Schön, dass es dort endlich vorangeht. Guten Abend, Köln-Lieb 7. Hallo. Ab, die das System zum Laufen bringt. De la concentration en CO2 disponible pour faire fonctionner le système. Die Säule saugt die Außenluft an und lässt sie im Inneren zirkulieren. Auf 1000 Liter Wasser. Kronki Matis 89. Nee, ich spiele nichts. Du kannst ja bei meinen VODs schauen. Überall, wo Test draufsteht, habe ich das getestet mit PC und Spielen. Funktioniert nicht. Ich habe zwar eine neue Internetleitung hier, für die ich jetzt monatelang gekämpft habe, dass wir hier ein neues Internet haben, weil drum habe ich vorher auch eine lange Zeit nicht gestreamt. Die steht jetzt endlich und glaub mir, das war ein Scheißkampf. Jetzt aber macht halt mein Rechner schnell ab. Und ich habe das auch, wenn du mich verfolgst bei Instagram, Schreibfehler 5 heiße ich dort, kannst du mir ja folgen, ist es so, das habe ich dort auch ausgeführt, dass solange ich keinen PC habe, der neu ist, das nicht geht. Allerdings, dieser PC hat schon 6 Jahre hinter sich, also eigentlich müsste man da schon sagen, GG, weil 6 Jahre läuft das Ding und läuft und läuft und läuft und läuft. Es gibt Rechner, die schmeißt du schon nach 3 Jahren weg. Dementsprechend Respekt erstmal an meinen alten Rechner, dass ich überhaupt streamen kann. Ja? Aber Internet haben wir hier das Beste, was wir haben können aktuell. Verteilen sich 10 Kilo Mikroalgen. Noch sorgen vor allem LEDs für eine gleichmäßige Beleuchtung. Zukünftige Entwicklungen werden tagsüber viel mehr natürliches Licht nutzen und nur nachts mit LEDs beleuchtet werden. Unser Ziel ist es, das Gerät 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr zu betreiben. Da muss ich mal kurz einhaken. Stimmt, ich habe ein mittelfränkisches Dialekt. Aber wer sagt euch, dass ich angeblich dort wohne? Ich wechsle öfters mal meinen Wohnort. Nicht, weil mich Leute verfolgen, sondern einfach, ich gehe dahin, wo Arbeit ist. Ganz einfach. Ja. Tatsächlich bin ich aber gebürtig, komme ich aus dieser Ecke. Ja, das stimmt, das ist richtig. Noch ist die Säule ein Modellversuch in einem Pariser Vorort. Aber schon jetzt ist eine echte Luftverbesserung zu messen. Gute Luft zum Atmen gibt es auf den Färöer noch reichlich. Die Biologin Agnes Mols-Mortensen auf dem Weg zu ihrer Zuchtstation. In diesem Container ist die Kinderstube ihrer Algen. Weil es um künftige Lebensmittel geht, trägt Agnes Schutzkleidung. Sie baut Zucker und Flügeltang an. Für sie das Superfood der Zukunft. Dieses Zuckerdang habe ich übrigens schon mal gegessen. Auch ich suche ja immer wieder nach alternativen Lebensmitteln. Und dieses Zuckerdang-Zeug, ey, schmeckt echt geil. Also kann ich euch empfehlen. Das ist ja nicht nur so, Das ist ja was von der Natur, es ist ja kein raffinierter Zucker. Und es ist echt geil, also das kann ich euch empfehlen. Also das ist aber auch scheiße teuer. Das Problem ist, als Leiharbeiter, ehemalig,
kann ich mir nicht so viel leisten. Und es ist eine Seltenheit, dass ich in einer normalen Firma arbeite, wo ich ein ganz normales Gehalt kriege, weil sonst wäre ich echt so einer, der sagt, hey, hier gibt's was Neues, muss man mal testen, muss man mal ausprobieren. Es ist schade, dass ich das nicht habe, aber hey, ich empfehle es euch nur. Also wenn das mal größer wird und auch erschwinglicher wird, kann ich mir das als Zuckerersatz tatsächlich vorstellen. Tatsächlich, wirklich. Agnes hat lange experimentiert, wie die Sporen am besten gedeihen. Licht und Temperatur optimal gesteuert. Jetzt kontrolliert sie alle paar Tage ihr Wachstum. Der Plan ist, die Sporen im Oktober auf unserer Farm im Fjord auszubringen. Danke für den Follower. Ich glaube, das dürfte Con mag dich. Nein. Der hat schon gefollowt. Ich schau gleich nach. Oder wisst ihr was, das machen? Das arbeiten wir jetzt gleich ab. Da gehen wir mal weg von. Wer hat mir gefolgt? Genau, also. Danke, Kolib 7. Danke, Blau. Blaureiche. Vielen Dank auch für deinen Follower. Genau. Bis dahin halte ich sie gesund und am Leben. Until then. Because of the photosynthesis. Durch die Photosynthese produzieren sie eine Menge Sauerstoff, wenn das Licht brennt. Man kann die Blasen auf den Seilen deutlich sehen. Die Algen wachsen an kleinen Seilen. Die werden später um größere Taue gewickelt und im Meer versenkt. Also die großen Tau, die wir dann vorher gesehen haben. Die Algenfarm von Agnes liegt in einer schmalen Bucht im Süden der Inseln. Sie hofft, ihre Produktion bald zu vergrößern. Doch schon in diesem Jahr war es schwierig genug, Helfer zu bekommen, um alle fruchtbaren Sporen rechtzeitig auszubringen. Es ist Mitte Juni und die Erntesaison ist fast schon wieder vorbei. Heute will Agnes zum letzten Mal in diesem Jahr zusammen mit ihrem Bruder und einem Helfer zum Ernten rausfahren. Wie der Boden an Land sind auch die Fjorde aufgeteilt. Und es ist schwer, überhaupt eine Fläche zu pachten. Die Regeln sind streng. Pro Bucht wird nur ein Nutzer zugelassen. Wäre hier schon ein Lachszüchter, hätte Agnes keine Lizenz bekommen. Dabei passen Algen und Fische doch gut zusammen. Ivana, machen wir es mal anders. Nach den ganzen Reaktionen machen wir Folgendes. Pass auf. Jetzt mache ich mal Vorschlag zur Güte hier. Pass auf. Jetzt zeige ich es euch. Gut, das ist jetzt updates-technisch. Ich habe hier das neue Formel 1 Manager 2000. Das würde ich dann zocken. Wir können aber auch alternativ denn das hier zocken, wenn ihr wollt. Oder Board Roll 4. Ja? Das da jetzt ausgerechnet nicht, weil das wäre eine schöne Sache. Genau. Das war's. Das würde ich für euch tun. Einfach nur mal testweise. Wir machen das heute. Ich sag's aber euch ganz ehrlich, ihr seht ja an meinen Einstellungen hier unten, läuft schon. Das Problem ist, meine CPU ist aktuell das Problem. Die ist aktuell das Problem bei der ganzen Geschichte. Und weil mir der Typ jetzt nervt,
gehe ich in den Offline-Modus. So. Und tschüss. Offline-Modus gestartet. So. Genau. Meine CPU ist aktuelles Problem und das geht halt, das ist halt das, was das stört. Der Rest meiner Werte, FPS ist ganz gut. Hier die Doppelframes, die sind wahr, die interessiert keine Sau. Hier, das alles läuft. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, ne? Gut, machen wir weiter. Genau. Scribble werden wir definitiv nicht spielen. Seitdem es da mal was gab und das werde ich nicht spielen. Werde ich nicht mehr spielen. Vergiss es. Mache ich nicht mehr. Schlechte Erfahrungen gemacht und dabei bleibt es auch. Gemeinsam mit ihrem älteren Bruder hat Agnes 2007 eine Firma gegründet und sie Tari genannt. Das färöische Wort für Algen. Ihre Plantage liegt nur ein paar Seemeilen vom Anleger entfernt. Das Problem bei Scribble ist halt, dass sobald du in irgendeinen Raum reinkommst, der irgendwie nicht so geschlossen ist oder du es nicht peilst, auf was du achten musst, dass du safe bist, hast du ein Problem. Beim letzten Mal Scribble, das war ganz am Anfang von meinem, wo ich angefangen habe, Twitch zu machen. War es so, ich habe gescribbelt mit Leuten, die sind dann irgendwann mal raus und was ist dann passiert? Ich bin dann in eine Lobby reingekommen, wo Leute tatsächlich ein Hakenkreuz gemacht haben. Und aus meiner Dummheit heraus habe ich gedacht, es gehört noch zum Spiel. Dabei haben die Leute mich angeschrieben, schreibe, wir sind raus, du zockst gerade mit anderen. Und die wiederum haben sich einen Spaß daraus gemacht, dass man auf meinen Stream die komplette Hakenkreuzfahne gesehen hat. Und seitdem ist es auch bei mir so, ich habe kein Discord, ich mache nichts interaktiv, ich spiele nur im Einzelmodus, ich mache gar nichts mit anderen Personen, weil ich mir sage, das will ich nicht. Ich mache in dem Fall genau das, was Stay macht. Wobei Stay sehr unkonsequent ist mittlerweile. Aber er hatte Phasen und die habe ich auch, wo ich sage, ich zock mit niemandem, ich zock alles im Einzelmodus, ich will von niemandem was hören, niemandem was wissen. Das Einzige, wo ich eine Ausnahme mache, ist bei Counter-Strike. Aber Counter-Strike, ja, geht immer. Und da ist es so, dass du keine Räume hast, sondern da kannst du entweder Glück haben oder du kannst Pech haben. Aber da passiert nichts aus Absicht. Das ist halt eben das Problem beim Streamen. Es kann viel passieren durch Absicht. Und ich will nicht absichtlich von Idioten, die vielleicht eine andere politische Gesinnung haben, wo reingezogen werden, wo es dann aber später heißt, ha 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 ha, aber das geht dann auf meinen Nacken. Am Ende des Tages bin ich laut der Doms of Service bei Twitch für meine Community verantwortlich und für die Inhalte verantwortlich. Wenn da irgendwas nicht stimmt, bin also ich für alles verantwortlich. Und darauf habe ich gar keinen Bock, Leute. Mach ich nicht. Man kann es hier sehen. Das ist eine Leine, an der sie wachsen. Und wir haben diese langen Abschnitte. Diese roten Bojen bilden ein Viereck. Wir haben ein anderes etwas weiter weg. Und dazwischen haben wir die Seile. So wachsen die Algen. Es geht nicht nur darum, viel zu produzieren. Es geht vor allem darum, eine gute Qualität zu bekommen, je nachdem, wofür man sie verwenden will. In diesem Fall geht alles in die Lebensmittelproduktion. Deshalb ist Qualität wichtig. Wir lernen jede Saison dazu. Ich glaube, wir haben alle Fehler gemacht, die man machen kann. Aber wir sind auf einem guten Weg. Weil das kleine Boot, mit dem sie normalerweise die Algen einholen, kaputt ist, muss jetzt einer ins Wasser. Und das bei 8 Grad.
is going to Wir haben 5 Seile da drin, an denen die Algen wachsen. Er wird eins nach dem anderen lösen. Es ist ein netter Ort zum Arbeiten, weil er so dicht am Land ist. Da ist es nicht so anstrengend. Wir testen unsere Farmsite für Bakterien. Wir testen unsere Farm auf Bakterien. Wir wollen sicher sein, dass das Essen, das wir verkaufen, nicht mit Kolibakterien infiziert ist, deren Verzehr schädlich wäre. Die Algen müssen spätestens Mitte Juni aus dem Wasser. Je später es wird, umso stärker verschmutzen sie, werden von Bakterien, aber auch anderen Organismen besiedelt. Das macht sie nicht unbrauchbar, aber dann entsprechen sie nicht mehr Agnes hohem Anspruch an die Lebensmittelqualität. Ich nehme eine von den dicken. Es ist gut. Es ist salzig. Und ein bisschen würzig. Ja. Und es hat eine Konsistenz, dass man es kauen kann. Die Algen sind reich an Jod, Magnesium, Calcium und Proteinen. Aber sind sie auch die Antwort auf die großen Ernährungsfragen der Zukunft? Agnes will die Ernte im nächsten Jahr verdreifachen. Noch fehlen Personal und Geld. Doch einen großen Investor lehnt sie ab. Sie will ihre Unabhängigkeit bewahren und abwarten, wie stark die Firma aus eigener Kraft weiterwachsen kann. Makroalgen sind sehr anpassungsfähig. Sie wachsen viel schneller als Pflanzen an Land. Und besonders schnell, wenn es warm ist und sie viele Nährstoffe zur Verfügung haben, so wie hier an der Bretagne-Küste. Eigentlich ist diese Grünalge ungiftig. Wird sie jedoch an Land gespült und stirbt ab, produziert sie giftigen Schwefelwasserstoff. Doch woher kommt das? Warum gibt es ausgerechnet hier so eine große Algenplage? Hier in 2b sehen wir die Bucht von Loquirec, wo wir jetzt sind, und die Bucht von Saint-Michel. On voit la particularité, ce sont des parties. Und man sieht die Besonderheit, das sind die Küstenteile, die das Meer umgeben, wenn es ansteigt und wenn es sich zurückzieht. Die Flüsse spülen das Nitrat ins Meer. Der eine hier, die zwei dort. So profitieren die Algen vom Nitrat in dieser geschlossenen, natürlichen Umgebung, wo es wenig Wasseraustausch gibt. Das Wasser hier ist klar und nicht sehr tief, sodass die Algen das Nitrat gut aufnehmen können, weil es sich in den Buchten nicht verteilt. Und während sie verrotten, produzieren sie Schwefelwasserstoff, das ein sehr heftiges Gift ist. Der hohe Nitratgehalt im Wasser ist seit Jahren bekannt, eingetragen durch den Dünger aus der Landwirtschaft. Nicht die kleinen Bauern an der Küste sind Ursache der Plage, sondern vor allem die großen Agrarbetriebe im Landesinneren. Sie könnten die grünen Fluten verhindern. Die angespülten Algen. Das ist halt jetzt das Negativbeispiel. Allerdings ist es ja so, bei den ganz großen Agrarbauern ist ja bekannt, dass wenn die ihre Chemieschlotze auf den Feldern verteilen, hast du immer das Problem, dass wenn es regnet, das Abwasser, also das Wasser, was nicht unten ankommt, das fließt ja weiter. Das sehen wir ja heute bei der Trockenperiode, die wir aktuell haben, auch hier. Wenn es jetzt hier auf einmal kurzfristig regnet, dann ist der Boden nicht mehr in der Lage, es richtig aufzunehmen, und das Wasser, das gerade geregnet hat, fließt ab.
und es fließt immer da ab, wo der Widerstand am geringsten ist. Und wo ist der Regenwasser, also wo ist der Widerstand am geringsten? Da, wo es dann wieder in den Bächen und Flüssen abfließen kann. Und eigentlich ist das das Resultat davon. Und auch zu der Zeit in der Binnenschifffahrt, ja, auch zu der Zeit, wo ich die ganzen Flüsse in komplett Europa durchgefahren bin, gab es da Sachen, die waren ekelhaft. Glaubt mir das. Einfach aufzusammeln ist hochgefährlich. 2009 verunglückte der Gemeindearbeiter Thierry Morfoise bei Säuberungsarbeiten am Strand. Thierry Morfoise ist durch einen Arbeitsunfall gestorben. Vergiftet von den grünen Fluten. Und ich warne, unter den derzeit herrschenden Bedingungen können wir nicht ausschließen, dass es weitere Unfälle gibt. Selbst wenn wir sie einsammeln könnten, würden sie verrotten. In Mündungen wie dieser ist es unmöglich, alles aufzusammeln. Regelmäßig inspiziert Yves-Marie Lelay die Küstenabschnitte. In der Luft ein beißender Geruch von faulen Eiern. Das giftige Gas lauert direkt unter der dicken, weiß getrockneten Algendecke. Plötzlich freigesetzt, wird es zur tödlichen Gefahr für Mensch und Tier. Immer wieder misst der Umweltschützer die Konzentration des hochgiftigen Schwefelwasserstoffs. Aber 80 ppm, unter 80 ppm. Wenn man sich hier lange aufhält, kann es zu Augenirritationen und noch stärkeren Symptomen kommen. Bis zur Bewusstlosigkeit. Jo, Ivana, dann viel Spaß. Hau rein. Ne? Und du weißt ja auch, ne, wenn du schon in die Badewanne gehst, auch unter den Fingernägeln waschen, ne? Der Dreck muss raus. Das ist das Zerfallsprodukt der Algen. Im Inneren kann man sehen, wie sie dabei sind, sich zu zersetzen. Wenn sie daran riechen, merken sie den Unterschied. Es riecht sehr stark nach faulen Eiern. 10.000 Tonnen Algen sind allein im Sommer 2019 an der Bretagne-Küste angespült worden. Mehr als je zuvor. Sie sehen hier eine großartige Kulisse und gleichzeitig eine unheimliche, weil alles tot ist. Es gibt nur noch sehr wenige Vögel. Dann haben Sie das Schwarze dort, das durchgehend diesen Geruch absondert. Und den Schwefelwasserstoff, der im Fluss absickert und absolut alles tötet. Für mich ist es schrecklich, weil ich diese Landschaft noch ohne die grünen Fluten, ohne die massive Zerstörung der Biodiversität kenne. Hier sollte es doch voller Vögel sein. Ja, schon Abwassersachen, wie gesagt. Was ich da schon... Es ist halt einfach... Der Mensch hat sich so weit von der Natur entfernt, dass das irgendwann mal zu Konsequenzen kommt, das brauche ich, glaube ich, niemandem erklären. Das war früher oder später aber auch jedem bewusst. Ne? Das massenhafte Vorkommen der Algen an der Bretagne-Küste brachte Unternehmer in Saint-Malo auf eine neue Idee. Sie beschlossen, den scheinbar unbegrenzten Rohstoff Alge sinnvoll zu nutzen und entwickelten ein Produkt, das herkömmliches Plastik ersetzt und zugleich biologisch abbaubar ist. Algen statt Plastik. Kann das funktionieren? Ein Teil ihres Rohstoffs stammt aus der Kosmetikindustrie. Algen verarbeitet zu Granulat. Wir arbeiten mit Braunalgen. Das ist eine Algenbiomasse, die effektiv aufgewertet und in einen industriellen Prozess geführt wird. Die Verarbeitung ist einfach.
Das getrocknete Algengranulat wird zu hochfeinem Pulver vermahlen und anschließend zum gewünschten Material gepresst. Jahrelang tüftelten sie an der richtigen Zusammensetzung. Ihr Ziel? Einen Stoff zu formen, der eine echte Alternative zu erdölbasierten Kunststoffen ist. Ein vielfältiger Plastikersatz, nicht nur für die Verpackungsindustrie. Das feine Pulver wird in einer Spezialmaschine ganz ohne Wasserverbrauch für 5 Minuten bei 95 Grad heiß in Form gepresst. Nach 2 Minuten Abkühlzeit ist das Material gebrauchsfertig. Und schon hat man ein umweltfreundliches Produkt. Geil. Solange es nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommt. Ja, aber okay, das ist klar, ne? Weil Alge kommt ja aus dem Meer. Also, ne? Irgendwo muss es ja einen Haken haben. Hier haben wir USB-Hüllen aus 100% Algopack. Tatsächlich haben wir hier hauptsächlich Algen und ein paar pflanzliche Zusatzstoffe. Es ist zu 100% biologisch abbaubar. Wenn wir es ins Wasser legen, wird es sich ganz auflösen, ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt, da es zu 98% Algen und 2% natürlichen Pflanzenzusätzen besteht. Partybecher, Brillen und Kosmetikflaschen bestehen aus einem Algenanteil zwischen 20% und 50%. Der Rest ist noch herkömmlicher Kunststoff. Aber immerhin, das ist schon der richtige Weg. Die sonst nicht wasserfest wären. Unser Ziel ist es, den Kunststoffanteil so weit wie möglich zu reduzieren und alles aus Algopack herzustellen, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wir sind aber erst auf halbem Weg. Es wird mindestens noch 10 Jahre dauern, bis wir in der Lage sind, alle Anwendungsbereiche abzudecken. Und das beschränkt die Produktpalette. Das sind Bohnen, die ins Meer geworfen werden. Wenn sie in Kontakt mit Wasser kommen, lösen sie sich auf und verschwinden. So kehren die Algen in ihre ursprüngliche Umgebung, ihren ursprünglichen Zustand zurück. Finde ich eigentlich ganz beruhigend. Stell dir vor, du hast so eine Seebestattung und deine Asche löst sich genauso auf wie die Alge. Ne? Ich sage ja immer, wir kommen vom Nichts und wir gehen ins Nichts. Und irgendwie finde ich das dann schon cool. Also wir kommen von nichts und durch eben diesen Prozess, wo sich alles auflöst, gehen wir auch tatsächlich ins Nichts. Ist irgendwie schon interessant. Nachteil bei Feuerbestattung ist natürlich, dass natürlich du vorher eingeäschert werden musst. Und das kostet dann wieder Energie. Ja? Aber gut. Jeder kann sich ja so bestatten, wie er will. Ja? Aber der Grundgedanke ist schon nicht verkehrt. Die Idee ist genial. Doch sie hat noch einen Haken. Heute gibt es verschiedene Konzessionen zur Nutzung der Grundstücke. Das gesamte Algenvolumen in der Bretagne ist zum Beispiel für uns nicht zugänglich. Man kann welche davon haben, aber nur in begrenzten Mengen. Das ist auf staatlicher Ebene geregelt. Der Staat ist es, der die Lizenzen zum Einsammeln und die Konzessionen vergibt. Und so importiert die Firma einen Teil ihrer Algen aus der Karibik. Die Produktion von Bioplastik ist trotzdem sinnvoll. Jährlich landen 7,5 Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Ozeanen. Die Entwicklung von Alternativen ist dringend nötig. Da können Algen einen großen Beitrag leisten, wenn ihr Anteil bei neuen Produkten immer mehr gesteigert wird. Ich find's cool. Deswegen wohne ich auf dem Land, da bin ich eins mit der Natur. Ich hat 2502, ja, verstehe ich.
wer sich das Land leisten kann, der sollte auch am Land leben. Ne? Ich bin ja auch groß geworden am Land, also aufgewachsen bin ich wirklich so auf dem Land, so ein richtiges Landei. Aber das Schöne ist, wenn du auf dem Land aufgewachsen bist, und ich hatte da auch eine geile Jugendzeit, bevor ich dann irgendwann mal arbeiten gehen musste. Er geht heute schon gerne arbeiten. muss ich sagen, ich will das an nichts messen. War eine schöne Zeit. Und sollte ich durch einen Unfall ein Kind bekommen, was dann ein Unfall ist, würde ich aber auch aus Liebe zu meinem Kind wollen, dass es auch im Dorf aufgewachsen wird. Weil ich denke, das Beste für ein Kind ist Dorf. Ganz ehrlich. Für mich, ich kann nur von mir reden, war eine schöne Zeit, die ich nicht messen möchte. Zurück auf den Färöer. Mit Fantasie und neuen Ideen will auch Agnes Menschen für die Algen begeistern. Sie hat sich eine Tour ausgedacht, auf der sie einer Gruppe amerikanischer Studenten zeigen will, was die Zukunft der Ernährung sein könnte. Ihr Plan? Eine Wanderung zum Fjord. Hallo. Willkommen. Ihr habt die Sonne mitgebracht. Sie war kaum da. Wie viele sind wir? Es sind kleine Algen. Sie wachsen auf den Steinen und es ist eine nette, leichte Arbeit. Ihr könnt euch hinsetzen. Was schwierig werden könnte, es sind große Felsbrocken. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr runtergeht. Je näher wir zum Meer kommen, umso dunkler wird die Farbe der Steine. Da wird es glitschig. Lasst euch Zeit. Weltweit stehen bereits 500 Algenarten auf dem Speiseplan. Was in Asien längst alltäglich ist, muss sich auf den Färöer erst noch durchsetzen. Finde ich cool. Algen als Nahrungsmittel haben hier noch keinen guten Ruf. Aber Agnes will das ändern. Ihr macht das gut. Der Eimer ist schon fast wieder voll. Die jungen Amerikaner haben keine Berührungsängste. Es ist sehr salzig, mit viel Geschmack. Wir mögen Salz sehr in den USA. Das wäre eine gute Alternative. Ich habe schon Algensnacks gekauft. Ich könnte mir vorstellen, auch dies zu kaufen. Es war sehr zäh, so direkt vom Felsen. Aber wenn man es im Ofen zu Chips trocknet, wie sie erzählt hat, könnte es richtig gut sein, weil man nicht salzen muss. Wenn das eine Klasse von den Färöer wäre, dasselbe Alter, sie wären vermutlich zurückhaltender gewesen, die Algen zu probieren. In unserer Kultur, obwohl wir viel aus dem Meer essen, konzentrieren wir uns mehr auf Fisch. Algen gelten bei uns traditionell eher als arme Leute essen. Viele denken, dass sie nicht wirklich schmackhaft sind. Vielleicht sogar eher das Gegenteil. Ja, aber da muss ich sagen, wie gesagt, ich habe dieses Süßding da mal gegessen und probiert. Ja, das, was jetzt die hier gegessen haben oder probiert haben, habe ich nicht gegessen. Aber wenn jetzt die Studentin da aus den USA sagt, das hat so und so einen Geschmack, die vorher auf dem Boot gesagt hat, das hat so und so einen Geschmack, was wieder ein anderer Geschmack ist von den beiden, plus diesen süßen Geschmack, den ich erzählt habe, dann gibt es ja eine Variation von Geschmäckern nur durch Algen. Und das heißt, es kann tatsächlich eine Alternative werden. Und ich hoffe, dass es eine Alternative wird, weil so wie es aktuell ist, so kann es ja nicht weitergehen. Und wie gesagt, ich finde es eine Diskriminierung der Alge, wenn man mal betrachtet, man hat mehrere hunderttausend Varianten. Das eine kannst du zur Ölgewinnung für Treibstoff benutzen.
Das eine haben wir gerade gesehen, kannst du als Verpackung benutzen, kannst du als Frisbee benutzen, als Eimer benutzen, so solche Gebrauchsgegenstände benutzen. Hier das mit dem Essen zum Beispiel. Also wir können nicht hingehen und sagen, wir haben keine Alternativen. Wer sagt, dass wir keine Alternativen haben, der will keine Alternativen haben, denn sie gibt es. We don't. A lot of people think it's not really delicious, and it's maybe the opposite. He may be a future customer. Gleich haben wir es geschafft. Gesunde Algen brauchen felsigen Grund. Das ist auch eine leckere Algenart. Die werden wir als nächstes kultivieren. Und dann gibt es noch diese Alge. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht falle. Ja. Ist sie zu sehen? Ja, can you see it? Yeah, so it's called Laminaria. Sie heißt Laminaria digitata, Fingerkelb. Sie ist sehr interessant. Nicht so sehr als Nahrungsmittel, sondern für industrielle Zwecke. Sie ist voll von bioaktiven Inhaltsstoffen. Ich mag den Geschmack nicht so. Er ist ein bisschen metallisch. Meine Idee ist, natürlich, wenn sie jemand kauft, um sie zu essen, kann er das tun. Das ist in Ordnung. Aber ich würde sie für industrielle Zwecke nutzen. Die wilden Kelbwälder gedeihen. Vor allem in Küstennähe, in den gemäßigten Uferzonen der Meere. Doch ihr Bestand ist stark gefährdet. Am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven beobachten Wissenschaftler seit Jahren den Zustand der großen Kelbwälder, einer Brauntangart. Algenforscherin Inka Bartsch ist die Spezialistin für den Kelbwald und gerade von einer Exkursion aus Spitzbergen zurückgekehrt. Können Algen ein Indikator für den Klimawandel sein? Wie reagieren die großen Kelbwälder auf den weltweiten Temperaturanstieg? Wir wollen herausfinden, wie die Struktur des Kelbwaldes ist und gehen dabei von Spitzbergen bis zur Bretagne, von der südlichen bis zur nördlichen Verbreitungsgrenze einer Art. Versuchen wir Proben zu nehmen. Welche Arten sind da drin? Wie alt sind die Individuen? Also hier in Spitzbergen zum Beispiel ist es wirklich sehr ausgeprägt, dass die 6 bis 8 Jahre mindestens werden können, diese Kelbs. Weiter unten im Süden, zum Beispiel im Helgoland, wo wir letztes Jahr die gleiche Untersuchung gemacht haben, werden die nur 2 bis 3 Jahre alt, die gleiche Art. Das sind jetzt halt die bösen Algen, ne? Wie bei dieser französischen Küste, ne? Es gibt die guten und die bösen, die guten und die schlechten Algen. Es ist halt immer. Kelbwälder sind das submarine Gegenstück zu unseren Wäldern an Land. Sie produzieren nicht nur genauso viel Sauerstoff, sondern sind vor allem Lebensraum für viele weitere Arten. Kelbwälder bilden ein wichtiges Habitat für die Flora und Fauna der Nordsee. Wo liegt dann das Problem? Da muss ich mich auch noch mal reinfuchsen. Schwarzdingsbums, jetzt ist mein Stift kaputt. Jetzt hätte ich mir das noch aufschreiben können, verdammt. Doch, sie verändern sich. In den letzten Jahren hat man eben festgestellt, dass die Kelbwälder zurückgehen. Durch Hitzewellen, also ganz große Einbrüche gab es in Westaustralien zum Beispiel, wo über hunderte von Kilometern diese Brauntangwälder eingegangen sind. Und wir sind jetzt daran interessiert, das genauer zu untersuchen, was wirklich die Gründe sind. Mit den frischen Fingertangproben aus Spitzbergen wollen die Forscher den Zustand des Kelbs untersuchen. Droht auch in unseren Breiten. Okay, Sigli wird von mir gegrüßt. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Du schaust auch irgendwann mal zu. Ganz wichtig, dass du mir auch folgst.
nicht nur hier, sondern auch auf Schreibfehler 5 bei Instagram. Auf Instagram. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verhaspelt. Weil auf Instagram kriegst du immer Informationen, bevor wir streamen. Genau. Zweiten, der Verlust des Unterwasserwaldes. Mit bloßem Auge allein ist das nicht zu erkennen. Wir machen einen Hitzewellenversuch und da wollen wir eben gucken, zu welchem Zeitpunkt es den Algen nicht mehr so gut geht. Und über die Photosynthese kann man das manchmal schneller erfassen als zum Beispiel rein optisch oder über das Wachstum. Die Messung der Photosyntheseleistung zeigt, ab welcher Wassertemperatur die Algen Stress haben. Für den Fingerkelb in der Nordsee kann schon ein geringer Temperaturanstieg dramatische Folgen haben. Seit den 60er Jahren ist die Temperatur in der Nordsee um 1,6 Grad gestiegen. Dazu muss ich auch was sagen, unter den ganzen, also ich weiß das ja als alter Seebär, ne? Als alter, nein, alt bin ich jetzt nicht, aber als jemand, der Schifffahrt schon gearbeitet hat, ist tatsächlich unter vielen Leuten, die Welt bereisen, Thema, tatsächlich mit Flora und Fauna, wie sich das entwickelt, wie das alles ist. Tatsächlich ist es so, ein nicht gerade kleiner Teil von Seeleuten ist auch sehr penibel, wenn es um die Natur geht. Aber auch in der Binnenschifffahrt ist das so. Ich weiß noch, einmal waren wir an der Schleuse und da, wo wir normalerweise unsere Tau reinhängen, beim Hoch- oder Runterschleusen, war ein Fisch. Und die sind sauer, wenn du diesen Fisch nicht hilfst. Tatsächlich. Also ich habe es einmal fast verpasst, bin noch mit so einem Besenstiel an das Loch gekommen, um den Fisch da rauszufangen, also rauszupulen. Also hätte ich das nicht geschafft, die hätten an Bord mit mir die restlichen Schicht nicht mehr geredet. Also da ist es schon so, dass auch da ein Bewusstsein da ist, dass nicht gegen die Natur zu arbeiten ist, sondern mit der Natur zu arbeiten ist. Und dass man die respektieren sollte, normalerweise. Ne? Sofern das natürlich möglich ist. Ne? Aber über solche Dinge wie Temperaturen und dergleichen wird auch bei uns immer noch heiß diskutiert. Ne? Zum Beispiel Helgoland. Alle Modellvoraussagen, die wir haben, sagen, dass am Ende des Jahrhunderts vermutlich dort kein Kelpwald mehr vorhanden sein wird. Schlecht für uns. Auf den Färöer sind die natürlichen Kelpwaldbestände bis jetzt noch in Ordnung. Ach ja, für den Fall, dass ich es halt gesagt habe, ich meine Tau. Ich bin, sorry, eigentlich, ne, da war ich mal kurz geistig weg. Ulf Mortensen weiß, wie empfindlich dieser Lebensraum unter Wasser ist. Auch deshalb baut sie ihre eigenen Algen an. Sie ist auf dem Weg, die Ernte des Vormittages zu versorgen. In einer Fischfabrik hat sie Lagerraum gemietet. Es ist sehr wichtig, dass wir alles, was wir ernten, sofort verarbeiten. An einem Tag mit Sonne, so wie heute, könnten wir die Algen nirgendwo lassen, weil sie sofort verrotten würden. Die Forscherin Batsch war früher bei der MBD nicht cool, die Dame. Ja, cool ist es definitiv nicht, wenn jemand so eine politische Meinung hat. Das ist schon richtig. Es gibt aber noch einen anderen Forscher, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht mehr ein, der auch solche Tendenzen hat. Genau, das war die Pharmaindustrie. Wie hieß denn der? Ach, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ich finde es zwar schade, dass solche Leute eine Plattform bekommen, klar.
Aber das Problem ist, selbst ich, der sich als antifaschistisch begreift und definitiv sehr links ist, kann auch nicht auf alles achten. Und ich kenne auch nicht jeden Namen. Aber gut, dass uns jemand aufklärt, dass dem eventuell so ist. Ich werde aber trotzdem, sei mir dort nicht böse, nachrecherchieren, ob das, was du da gerade vorwirfst, weil das ist jetzt ein Vorwurf, ob der stimmt. Weil, wenn der nicht stimmt, ist es halt auch schlecht, weil es eine Deformierung ist. Wenn das aber stimmt, stimme ich dir zu, dass das nicht toll ist. Ne? Gut, jetzt mache ich Weltverbesserer mal weiter. Die Arbeit duldet keinen Aufschub. Agnes hat Zeitdruck. Bevor sie die Algen weiterverarbeiten kann, müssen sie erst trocknen. So. So we dry at low temperatures. Wir trocknen bei niedrigen Temperaturen, unter 30 Grad Celsius. Es kommt aufs Wetter an, wie lange es dauert. Wenn es draußen feucht ist, braucht es länger. Heute ist Montag, dann wird es etwa Mittwoch trocken sein. Es muss wirklich ganz trocken sein, weil wir es zu Pulver weiterverarbeiten. Frischer Algensalat ist kein Gericht, das sie hier verkaufen könnte. Deshalb trocknet Agnes die Algen. Das macht sie haltbar. Die Verarbeitung geschieht ausschließlich in Handarbeit. Agnes würde das gerne ändern, will sich jedoch auch nicht abhängig machen. Noch sucht sie nach der richtigen Balance zwischen Idealismus und Geschäftssinn. Für sie steht fest, Algen sind unverzichtbar für eine gesunde Ernährung. Das Problem ist, und da sind wir jetzt beim Punkt, da kicke ich jetzt mal richtig rein. Ja, was ist denn Idealismus? Ich meine das jetzt ernst. Was ist denn Idealismus? Das Problem ist, solange wir im Kapitalismus leben, ist Geld vor Mensch und Natur, weil der Markt ist frei. Das ist aber Bullshit. Das Problem ist, die Wertevorstellung im Kapitalismus, Geld, Macht, Prestige, sind Werte, die uns langfristig nicht weiterführen. Forschungen wie diese, die wir hier in dieser Dokumentation gesehen haben, sind für unsere Zukunft wichtig. Und das ist ein Problem, was ich mit diesem Wirtschaftssystem habe. Er ist, also der Kapitalismus selber, davon bin ich überzeugt, ist nicht überlebensfähig auf Dauer. Gesellschaftlich nicht, aber auch ökonomisch nicht. Ich könnte jetzt anfangen, über die Inflation zu reden, hohe Miete zu reden. Mache ich nicht. Wir nehmen jetzt nur das Ding als Beispiel. Hier ist eine junge Frau, Forscherin, die sucht nach Alternativen. Und das Problem ist, gerade bei solchen Projekten wird es zu 80%, 20% kommen durch, aber 80% werden vom Markt weggezogen. Rationalisiert, weil es sich nicht bezahlt macht. Und das ist das Problem. Es geht um Profit, um das, dass es sich bezahlt macht. Es geht aber nicht um Nachhaltigkeit, es geht nicht um Zukunft und es geht nicht um die Gesellschaft, sondern es geht um Profit, Maximierung des Profits, ja, und die Ausbeutung vom Menschen für den Menschen. Und das ist eine kranke Sache, die ich anprangere. Weil wenn wir darüber reden, welche Welt wir haben, reden wir nicht nur über den Klimawandel, sondern dann reden wir auch darüber, welche Welt wollen wir denn generell haben. Ich sage niemals, dass man, weil das ist vielleicht meine Meinung, das muss nicht eure Meinung sein, ich sage jetzt nicht, bloß weil ich jetzt sage, ich finde den Sozialismus cool, beispielsweise, müsst ihr den cool finden. Das ist meine Entscheidung. Ob ihr das anders seht, dann ist es eure Entscheidung, weil dann habt ihr halt eine andere Meinung. Na und? Aber ich sag, auf langer Frist
sehen wir doch durch das, was wir hier sehen, sei es diese Industrieschlotze bei den Agrarwirtschaften, die alles in die Erde pumpen, wo dann diese Grünalgen an den Küsten gespült werden und alles töten, was da ist und lebensgefährlich ist, da sieht man einfach nur, die Bauern nehmen das Billigste, hauen es in die Erde und was danach passiert, nach mir die Sintflut. Und das ist einfach auch nicht nachhaltig. Und so ist es aber überall, ja. Bei Plastikverpackungen genauso, Greenwashing. Greenwashing, Entschuldigung, da rege ich mich jetzt auf, ist eine Sache, die geht nicht. Der Konzern sagt, wir entscheiden uns für Plastik, aber du bist schuld. Du Verbraucher, der jetzt so eine Scheiße hier kaufen muss, was du damit machst. Aber was mache ich denn als Verbraucher mit das da? Das ist Plastik. Ich schmeiße es in den Plastikmüll. Es gibt ja eine Plastikumlage, die wiederum die Konzerne aus dieser Argumentation heraus nutzt, um zu sagen, ja, wir bestrafen damit den Verbraucher, machen das 20% teurer, weil wir müssen ja das Plastik auch entsorgen. Aber wir wollen es nicht auch von meiner eigenen Tasche zahlen. Aber ihr wollt Profit damit machen. Und das ist immer wieder dasselbe. Profit, Profit, Profit. Es gibt keinen Konzern auf der Welt, keinen, der von Anfang wirklich bis zum Ende denkt. Sondern ein Konzern denkt, wie kann ich meine Schlotze irgendwo reinknallen und die dann mit 300% Gewinn verkaufen. Was dann nach dem Verkauf passiert, ist denen scheißegal. Ich könnte diese Mayonnaise-Tube nehmen, mir in den Anus stecken und einfach draufdrücken. Das interessiert den Konzern gar nicht mehr, was ich damit mache. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Außer, dass ich dann einen cremigen Arsch habe, ist da gar nichts. Ich muss das jetzt mal ganz krass so sagen. Die machen sich aber keine Gedanken darüber, dass der Verbrauch von so einem Scheißdreck, den wir ja kaufen müssen, weil wir keine andere Wahl haben, auch irgendwo hin muss. Dass der nicht so recycelbar ist, wie man es gerne hätte, dass er recycelbar wäre, aber er ist es nicht. Und das ist ein großes Problem, ein riesengroßes Problem. Und das Schlimme ist, der Endverbraucher zahlt diese Umlage. Der Endverbraucher trennt den Müll und bei Plastik ist es so, dass die Subventionen Steuergelder sind. Das heißt, der Verbraucher, in dem Fall wir alle, zahlen also doppelt für etwas, was aber die Industrie uns doch auferlegt hat. Die Industrie hat doch die Mayonnaise in diese Plastikding da reingedonnert. Das war doch nicht ich. Warum muss ich dann von der Steuer Subventionen zahlen und von dem Konzern die Umlage, die für Plastik anfällt, auch noch mittragen, obwohl es doch der Konzern war? Das ist doch eigentlich total behindert. Entschuldigung, dass ich das jetzt mal sage, aber ich leide an einer Lese-Rechtschreibschwäche. Ich darf sagen, dass das behindert ist. So, kann auch keine Ausbildung machen. Also von daher darf ich das wirklich sagen, weil das eine Verhinderung ist. Ja, und deswegen ist für mich es wichtig, dass wir einen komplett anderen Weg gehen, eine komplett andere Wertegemeinschaft haben und auch komplett anders an die Dinge herangehen. Weil ich sage jetzt nicht, dass ihr Algen essen müsst, aber ich weiß auch für die, die Fleisch essen wollen, scheißegal welches Fleisch, es gab gerade, ich muss das sagen, in Israel, und dann höre ich jetzt auch auf zu labern, aber es regt mich einfach auf, Israel, Forscher, die von einem Kalb eine Probe genommen haben oder auch von Schweine, von jedem Tier Proben genommen haben. Daraus haben die aus dem Reagenzglas heraus Fleisch produziert. Es wäre möglich gewesen, dieses Fleisch auch in Massen aus den Reagenzgläsern zu produzieren. Das heißt, es muss kein Tier sterben für dein oder meinen Fleischkonsum. Der Grund, warum das seit über 10 Jahren nicht verwirklicht ist, weil die Agrarwirtschaft sagt, oh, dann können wir ja kein Tierfutter herstellen. Dann kommt die Agrarwirtschaft und sagt, oh,
Dann können wir ja auch hier kein Stroh produzieren, wo sich die Tiere dann hinlegen können. Da ist es ganz groß die Agrarwirtschaft. Und die Fleischfabrikanten, scheißegal ob Hoeneß oder Tönnies, die sagen sich, Moment mal, wenn wir keine Tiere können, töten dürfen und die Sachen jetzt aus dem Reagenzglas kommen, dann sind ja meine Mitarbeiter arbeitslos und ich habe keine Firma, weil es ja für mich keinen Grund mehr gibt zu produzieren. Es gibt ja dann für mich keinen Grund mehr. Ja? Und wenn die dann auch noch billiger produzieren können wie die Fleischindustrie, wird die Fleischindustrie abgelöst. Und weil die Angst haben, die Fleischfabrikanten wie die Agrarwirtschaft, dass die abgelöst werden, obwohl das möglich ist, dass man sie abgelöst, sagen sie aufgrund von Lobbyismus dann natürlich, nö, wir versuchen das zu bekämpfen. Und es geht schon seit über 10 Jahren, auch nur das als Beispiel. Und es ist einfach nur, weil man einfach sagt, es geht nur ums Geld, es geht nur ums Macht und es ist, fällt uns gar nicht im Traum ein, zu hinterfragen, ob das, was wir damit auch unserer Zukunft antun, fragen wir uns gar nicht, ob das gerechtfertigt ist. Aber ich sage euch, was ungerechtfertigt ist. Dass ich eine Umlage zahlen muss als Arbeiter, der sowieso nichts hat, ich kann mir gar nichts leisten, ich bin froh, wenn ich diesen scheiß Rechner endlich hierher kriege, ja, und dass ich noch mit meinen Steuern dafür bluten muss, was Konzerne wieder verbockt haben durch die Subventionen. Warum muss ich als Arbeiter also bluten für das, was wir hier haben, obwohl es Alternativen gibt? Dafür, also ich fühle mich da verarscht, sage ich euch ehrlich. Aber gut, ich beruhige mich jetzt wieder. Aber das muss jetzt mal raus. Als Lebensmittelproduzentin braucht sie eine gute wirtschaftliche Basis. Als Biologin, die um den Erhalt des Ökosystems und für Nachhaltigkeit kämpft, schreckt sie vor der Industrialisierung ihres Betriebes zurück. 20,6. Es gibt immer ein bisschen was extra für den Kunden. Wir stehen vor einem Umsatzanstieg und bräuchten eigentlich mehr Hände zur Unterstützung. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir ein bisschen mehr machen müssten. Schreibe vor Präsident. Lieber nicht. Bisher sind Algen als Lebensmittel- und Öllieferant weltweit schon stark gefragt. Aber jetzt werden sie auch zum begehrten Forschungsobjekt in der Medizin. Die Wissenschaftler am Uniklinikum Dresden glauben, dass noch weit mehr in ihnen steckt. Sie haben ein Verfahren entwickelt, bei dem zum ersten Mal Algen und menschliche Zellen in einem 3D-Druckverfahren zusammengebracht werden. Die Aufgabe? Algen sollen die Humanzellen im Körper mit Sauerstoff versorgen. Der Vorteil? Es gibt keine Abstoßungsreaktionen. Dennoch ist das Green Bioprinting komplizierter als erwartet. Wir müssen natürlich diese zwei Welten zusammenbringen. Da ist Licht ein Parameter, aber es gibt viele weitere. Die Humanzellen haben sehr komplexe Anforderungen mit bestimmten Serien, die dort beigesetzt werden müssen, dass sich die Zellen richtig entwickeln. Hier ist vollkommen unklar, wie reagieren denn Algen auf diese Komponenten. Eigentlich sind Algen robust, aber nach dem Drucken brauchen sie Ruhe. Diese Zeit haben die Humanzellen nicht. Sie reagieren empfindlich, wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt sind. Und diese beiden Zelltypen unter der gleichen Bedingung zu kultivieren, ist nicht einfach. Aber wir konnten zeigen, dass es prinzipiell geht, also beide Zelltypen überleben. Noch steht die Forschung am Anfang. Der Nutzen für Medizin, Pharma, Chemie und Kosmetikindustrie scheint vielversprechend, denn die biologisch wirksamen Substanzen der Algen lassen sich vielfältig nutzen. Felix Kujatz arbeitet daran, diese Substanzen zugänglich zu machen. Je nach Lebensraum der Algen sind sie völlig unterschiedlich. Mikroalgen kommen überall vor und haben sich natürlich an die entsprechend spezifischen Bedingungen angepasst, vor allem hinsichtlich ihrer Pigmentierung. Und so kann man sehr, sehr unterschiedliche Farbstoffe
aus diesen Zellen gewinnen. Wir haben dann zum Beispiel Chlorophylle, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt, als natürlicher Bestandteil der Zellen. Es gibt zum Beispiel die fettlöslichen Carotinoide, die wir auch in unseren Prozessen gewinnen. Ein weiteres Beispiel wäre dieses blaue wasserlösliche Pigment aus dem Cyanobacterium Arthrospira platensis oder auch herkömmlicherweise als Spirulina bezeichnet, früher als Blaualge. Dieser Name hat sie nicht umsonst. Eben gerade dieses blaue Pigment macht die besonderen Eigenschaften von Spirulina aus. Damit kann sie Habitate besiedeln, die auch noch mit sehr geringen Lichtintensitäten zum Beispiel ausgestattet sind. Die außergewöhnliche Fähigkeit der Algen, auf Licht zu reagieren, hat zu einer bahnbrechenden Entwicklung geführt. In Frankreich, im Herzen von Paris, liegt eins der wichtigsten Augenzentren Europas. Hier am Institut von José Alain Sahel könnte es gelingen, Blinden ihr Augenlicht zurückzugeben. Die Patienten, die an den klinischen Studien teilnehmen, sind oft schwer und lange erkrankt. Wir versuchen, zu hohe Erwartungen zu vermeiden, weil wir uns noch in einem frühen Stadium der wissenschaftlichen Forschung befinden. Wir wissen noch wenig über die Qualität der Ergebnisse, aber sie scheinen so vielversprechend zu sein, dass alle das Projekt fortsetzen wollen. Das Projekt ist so erfolgreich, weil Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen hier zusammenarbeiten. Die Forscher haben Algenmoleküle designt, die sie in lebendes Gewebe einschleusen können, damit sie dort die Funktionen ausgefallener Sehzellen übernehmen. Denise Dalcarat leitet das optogenetische Forschungsprojekt. Wir nutzen die DNA-Sequenz, die das berühmte Kanalrhodopsin kodiert, also das lichtempfindliche Protein der Alge, das es uns erlaubt, die Sehfähigkeit wiederherzustellen. Wir isolieren diese Sequenz und setzen sie in ein Virus ein, das so aussieht wie dieses Origami-Modell. Dieses Virus ist für den Menschen ungefährlich. Es wird zunächst in großen Mengen produziert und anschließend in einem komplexen Verfahren mit der DNA des Algenproteins verbunden. Algen besitzen photosensitive Eiweißmoleküle, sogenannte Augen, die ihnen die optimale Ausrichtung zum Licht ermöglichen. Ein ähnliches Molekül findet sich in der menschlichen Netzhaut. Es ist Bestandteil des Sehpurpurs und sorgt dafür, dass Helligkeit und Farben besser wahrgenommen werden. Ist die DNA der Alge in das Virus eingeschleust, wird es anschließend ins Auge gebracht. Wie ein Taxi transportiert es dann zielgenau die Algen-DNA zur Netzhaut. Aus chirurgischer Sicht ist das Auge einfach zugänglich. Man sticht mit der Nadel durch die Lederhaut und erhält so Zugang bis zur Netzhaut, die die Rückseite des Auges auskleidet. Über eine Nadel kann man so das Virus in den Glaskörper injizieren. Das Virus wird sich langsam ausbreiten und die Sehzellen auf der Rückseite des Auges infizieren. Und nach einiger Zeit, wenn die DNA sich im Kern jeder dieser Zellen befindet, werden sie selbst anfangen, das lichtempfindliche Kanalrhodopsin-Protein herzustellen. So, da kann man wieder was sehen. Eine Aktivierung der Sehzellen durch Algen funktioniert, haben die Wissenschaftler zuvor an der Netzhaut blinder Mäuse erforscht. Sie konnten nachweisen, dass die Sehzellen auf der Netzhaut, die zuvor mit der DNA des Algenproteins infiziert waren, wieder auf Licht reagierten. Die Photorezeptoren von Algen sind lange bekannt. Doch erst jetzt haben die Forscher ihre Wirkungsweise vollständig verstanden. Wie die lichtsensiblen Moleküle der Alge, wandelt auch die menschliche Netzhaut Lichtimpulse in Nervensignale um. Jeder der schwarzen Punkte, die Sie hier sehen, entspricht einer Elektrode. Diese Elektroden sind wie Antennen, die uns zeigen, was auf der Netzhaut passiert und welche Botschaft sie an das Gehirn schicken. Das Besondere ist, dass wir sehen können, was alle Zellen gleichzeitig sehen. Wir haben mehrere hundert Zellen, die zur selben Zeit arbeiten und alle zusammen eine Nachricht an das Gehirn senden. Und wir schaffen es, diese Nachricht abzufangen.
Wir können sie entschlüsseln und so verstehen, welches Bild der Welt die Netzhaut an das Gehirn sendet. Dank dieses Vorgangs können wir den Code verstehen. Erste Ergebnisse der klinischen Studie zeigen, dass die Aktivierung der Sehzellen das Hell-Dunkel-Sehen zurückholt. Aber damit gibt sich die Wissenschaftlerin nicht zufrieden. Finde ich cool, weil dann kann auch Algen dafür sorgen, dass Blinde wieder was sehen können. Und das finde ich cool. Ich wünsche mir für jeden Menschen, der irgendwie eine Einschränkung hat, wirklich das passende Mittel dazu, dass er gesund wird. Ehrlich, weil jeder Mensch sollte respektvoll und in Würde leben dürfen. Da bin ich voll für. Wir würden gerne über Strategien zur Wiederherstellung des Farbsehens nachdenken. Noch erlaubt es uns dieses Verfahren nicht, doch das Ergebnis wäre eine Sehkraft, die dem natürlichen Sehen so nah wie möglich kommt. Die Hoffnung, die die Algen geben, und das Versprechen auf eine bessere Welt faszinieren und treiben auch Agnes Mols-Mortensen an. Ihr Zuhause ist ein kleines Dorf an einer der typischen Buchten der Färöer. Hier lebt sie mit ihrer Familie, zwei Kindern und ihrem Mann. Zum Abendessen hat sie Fischsuppe vorbereitet und natürlich kommen dazu Algen auf den Tisch. You have to learn how to use it a little bit. Das ist mal ein Pottich, hey. Da passt mal was rein, ne? Also, wenn das Video nicht so alt wäre, würde ich mal fragen, ob die noch was übrig hat. Einfach mal nur probieren. Du musst lernen, wie man sie einsetzt und darfst keine Angst haben, sie ans Essen zu tun. Weil die Algen den Geschmack nicht dominieren. Es wird nicht nach Algen schmecken. Es schmeckt nach dem, was drin ist. Die Algen verstärken nur den Geschmack des Essens. Ich bin ein bisschen wählerisch, wie ich meine Algen esse. Ich mag sie nicht in riesigen Mengen. Ich mag sie als Pulver, ins Essen gemischt. Dass Algen auf dem Speiseplan stehen, ist für die Kinder selbstverständlich. Schließlich sind sie der Antrieb für Agnes Engagement. Am Ende hoffe ich natürlich, dass sie den Wert unserer Arbeit sehen und verstehen, dass man sehr vorsichtig mit der Natur arbeiten muss, sie nicht aus dem Gleichgewicht bringen darf. Deshalb hoffe ich, ja, ich bin sicher, dass sie verstehen werden, warum ich dem allen so viel Zeit widme. Das ist übrigens die einzige Krankheit. Ich kenne so viele Leute, auch zu der WG-Zeit, die ich hatte, die studiert sind oder haben, die das Essen komplett falsch würzen. Weil sie sagen, oh, Salz ist gefährlich. Oh, Pfeffer ist gefährlich. Junge, ich will in meinen Mund einen Geschmack haben, Alter. Hau jetzt die Tube da rein. Jetzt mach ruhig jetzt. Ja, weil, für was hat man denn die Zunge? Da soll's ja was schmecken. Ich lasse das Thema. Also ich will nicht sagen, dass alle Studenten schlecht kochen. Aber es gibt einen nicht gerade kleinen Teil, den ich kenne, die sagen, ach, das ist zu gefährlich. Und wenn du da... Alter, ganz ehrlich, wenn du ein Problem hast mit Gewürzen, dann geh zu Karl Lauterbach. Der hat genau die gleichen Komplexe. Aber lass mich in Ruhe, Alter. Bitte. Möchtest du noch etwas Algen? Sorry, aber da... Wenn es ums Essen geht, hört die Freundschaft auf. Wissenschaftler weltweit beweisen, wie wertvoll Algen für unsere Zukunft sind. Aber die Forschung braucht einen langen Atem, Hartnäckigkeit und Geld der Industrie. Das Interesse an Pflanzen und Algen passt wahrscheinlich sehr gut zu meiner Persönlichkeit. Sie sind ruhig, aber machen eine Menge Dinge. Aber sie bewegen sich nicht so weit. Sie zu studieren passt einfach besser zu mir, als zum Beispiel Tieren nachzujagen, die rumlaufen und bei denen du nie weißt, wann sie wo sind.
Algen sind so alt wie die Welt und ein erstaunlich vielseitiger, bahnbrechender Rohstoff. Das Wichtigste bei den Algen ist, wenn wir den Anbau betrachten, dass das eine so gute Idee ist, weil sie so nachhaltig ist. Durch die Photosynthese und die Aufnahme der Nährstoffe, die in der Luft sind, muss man sie nicht düngen. Es ist eine völlig saubere Produktion. Die Algen nehmen während ihres Wachstums CO2 auf. Ich glaube nicht, dass Algen die Welt retten können, aber wir müssen uns ernsthaft mit ihnen beschäftigen und die Menschen in diesem Teil der Welt dazu bringen, sie auch zu essen. And have a really serious seaweed production and try to get people in our part of the world to eat it. Algen. Ihre Wunderkraft wirkt nicht nur als Lebensmittel, sondern auch im Verkehr, in der Verpackungsindustrie und in der Medizin. Alter, ich sage euch ganz ehrlich, mir geht zur Hälfte einer ab, wenn ich sehe, hier die Flotte. Ich war ja also auch schon oft mal da oben und dann auch das Meer. Ich habe so Bock auf die Schifffahrt, ne? Wenn ich mich da nicht vergiftet hätte, Alter, ich wäre jetzt schon wieder irgendwie auf dem Schiff und würde wieder die halbe Welt bereisen. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich es vermisse. Und wenn du solche Bilder siehst von den Flotten da, oh, ey, Alter, ist das geil, ey. Es ist so schön, das ist... Ich weiß, für viele ist es vielleicht, die können es nicht nachvollziehen, aber ich vermisse es jeden verfickten Tag. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber inshallah hoffe ich, dass ich da wieder reinkomme, ey. Krass. Einfach nur krass. Wunderschön. Dann stell dir mal vor, du fährst mit dem Schiff links und rechts die Flotte, als nach Himmel Arsch und Zwirn. Sau geil. So. Wo jetzt? Bevor wir uns jetzt halt Mimi anschauen, meine Entschuldigung an ApoRed8. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn hier die Ivana meint, ins Bad gehen zu müssen, meine ich jetzt auch aufs Klo gehen zu müssen, weil ich das einfach wert bin. Holt euch was zum Trinken, was zum Essen. Ich überlege auch, ob ich, na, wobei das hält noch fürs Mimi-Video. Danach muss ich mir was zum Trinken machen. Also holt euch was, ich bin gleich wieder da, dann machen wir ein bisschen Musik für euch und dann passt es. Und ich sehe, der Kupferer ist auch dabei, ne? Genau. Dann ist das für mich die Sache. Bis gleich. Übersetzt was? Thank you.
So, da grätsche ich jetzt rein. Das ist selbst für mich zu magic. Corin Nick Matischer, 1989 und die andere da, die Ivanika, glaube ich, war das. Tut mir leid, aber ihr kriegt jetzt erstmal ein Timeout von mir, weil erstens so dieses Stahlgewitter-Quatsch brauche ich mir nicht anhören. Wir wissen ganz genau, was das für eine das muss nicht sein. Also ich glaube jetzt das Letzteres. Bei dem anderen Typen bin ich mir auch sicher, Timeout auch deswegen, weil ich mir halt denke, ich habe genug gesagt, genug wiederholt zu deinen Fragen. Darauf bin ich eingegangen. Wenn du leider nicht zuhören möchtest, tut mir das leid, aber dann ist das so. Ne? Gut, machen wir weiter im Text. Mimi wartet auf niemanden. Auch nicht auf den Allerechten. So. Da gehen wir weg. So. Ich trinke noch mal einen Schluck von der Pulle. Nicht. Nicht gesehen hat, sollte das unbedingt vor diesem Video hier tun. Also jetzt wirklich, Link in der Beschreibung. Viele hatten sich gefragt, wie ich dann an die Kontoauszüge von ApoRed gekommen bin. Nun ja, das war eigentlich ganz einfach. Ja, ich habe ihn endlich gehackt. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer ApoRed in Wirklichkeit ist. Ein scheiß Penner ohne Welt. Dann wollte ich noch zwei Sachen korrigieren. Ich meinte in meinem letzten Video, dass die Pfändung der Krankenkasse einen Vollstreckungstitel durchs Gericht voraussetzt. Das stimmt aber nicht. Krankenkassen können auch ohne das Gericht pfänden. Ändert aber nichts an meiner Aussage, weil trotzdem, wie im Video erwähnt, Mahnungen vorausgehen müssen. Ich habe bei der AOK nachgefragt. Kurz gefasst, es kommen insgesamt 3 Mahnungen im Abstand von einem Monat, bevor gepfändet wird. ApoRed war in dem relevanten Zeitraum in Deutschland und nicht, wie von ihm behauptet, in der Türkei. Das war auch der Punkt, den ich machen wollte. Für alles Weitere guckt einfach mein letztes Video. Die zweite Sache, die ich korrigieren wollte, ich meinte, dass ApoRed das Nummernschild vom Range Rover zensiert hat, weil da sonst vermutlich ein fremdes Nummernschild zu sehen wäre. Aber ich habe sein Video dann nochmal komplett aus Versehen über meine Festplatte abgespielt und plötzlich war die Zensur weg. Mensch, was es nicht alles gibt auf der Welt. Und dann erzählt er uns etwas von einem Undercover-Wagen. Na, so ein Schnacker, Digga. Es ist 1 Minute 15 und ich denke mir, wie tief kann man nur gesunken sein? Und meiner Meinung nach, und es ist eine Meinung, keine Einschätzung, kein Wissen, aber so vom Verhalten her, so wie er krampfhaft versucht, etwas darzustellen, was er nicht ist. Tut mir leid, ich denke, dass der, oder ich behaupte, es ist eine Behauptung, ich behaupte also, dass er psychisch sich untersuchen lassen sollte, weil das ist nicht gesund. ApoRed, wieso ist da kein Kennzeichen? Und wieso hast du das zensiert? Und wie soll dich jetzt eigentlich... So ein dummer, missgünstiger Penner... In deinem... 120.000 Euro, 600 PS breit gebauten Range Rover... Ohne Kennzeichen... Warum cruisen sehen? Fragen über Fragen. Naja, wie dem auch sei. Ich hatte im letzten Video über ApoReds angeblichen Reichtum geredet, auf den wir laut ApoRed alle nur neidisch sind. Sein angebliches Geld, seine angeblichen Immobilien und seine angeblichen Autos. Aber ApoRed hat in seinen letzten Videos natürlich nicht nur über diese Sachen durchgängig gelogen, sondern natürlich auch über weitere...
weitere Themen, die ich nun in dem Video hier durchnehme. Fangen wir an bei dem Cadena-Gewinnspiel-Thema. Ich meinte, dass ApoRed den Gewinnspiel-Post gelöscht hat, genauso wie den Gewinnspiel-Post mit Level Up Germany, bei dem ich schon bewiesen habe, dass es komplett fake war und keiner seinen Gewinn bekommen hat. ApoReds Statement zu Cadena war wie folgt: Brent, warum hast du jetzt den Post gelöscht, wo 10 Gewinne unter anderem meine Rolex verlost werden sollten? Warum ist es gelöscht? Du hast ja bestimmt was zu verbergen. Das ist ja wieder Scam. Ich zeige euch jetzt, warum ich bewusst immer das meiste ignoriere, okay? Das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Okay, ApoRed erklärt jetzt an einem perfekten Beispiel, warum er bewusst Vorwürfe ignoriert. Let's go! Leute, ich habe Kontakt aufgenommen zu Cadena Official und ich habe denen gesagt, könnt ihr mal bitte mal die Auflösung nochmal in eure Timeline posten, okay? Also diese Story, die dauerhaft verfügbar ist, um euch nochmal in so eine kleine Rückhandstelle zu geben. Ihr wart alle zufrieden, habt ihr die Gewinne bekommen? Was wollt ihr in Gottes Namen? Nur weil ich den Post runtergenommen habe, weil ich das Foto nicht ästhetisch genug fand für meinen aktuellen Feed auf Instagram, wollt... Nicht ästhetisch, sondern es heißt ästhetisch. Ästhetisch. Gut, ich sag auch einzige, eigentlich heißt es einzige, nicht einzige, aber hey, ne? Wollt ihr mir jetzt indirekt sagen, ich habe irgendwo gescammt? Wollt ihr mich verarschen, Mann? ApoRed behauptet, dass alle zufrieden waren und ihre Gewinne bekommen haben. Das stimmt aber nicht. ApoRed hat hier wieder bei einem Gewinnspiel ganz offiziell gelogen. Nachdem die Gewinnernamen hier eingeblendet wurden, habe ich alle angeschrieben. Du willst mehr erleben? Freiheit und Sicherheit? Bewirb dich jetzt direkt bei der Bundespolizei See und beginne... Auf gar keinen Fall bewerben. Mach das nicht. Mach das nicht. Weg. Weg. Hau ab. Weiche von mir, Satan. Alter. Weg. Weg. Puh. Ich wollte doch bloß das Abo-Red-Review anschauen.